Zweite Flügel, das passt irgendwo zusammen und da haben wir ja diverse gesehen seit Donnerstag, seit der Qualifikation für das heutige Springen. So die Story der weitesten Flüge, versuchen wir die mal ein bisschen aufzuarbeiten. Also, das ist Adam Malisch vom Donnerstag. Und das wird der Flug sein, mit dem er den Weltrekord von Andreas Goldberger egalisiert. Richtig? Richtig. Und zwar in seinem allerersten Sprung, sein erster Trainingsdurchgang, 225 Meter, konnte er hier an den Tag legen. Auch nach wie vor exzellent seine Sprünge. Und schauen Sie die Höhe, die er hat an diesem Moment, an diesem Punkt. Ganz interessanter Aspekt, die Höhe, die Hans-Peter anspricht. Und bei den nächsten Flügen können Sie vielleicht mal vergleichen, wie unterschiedlich das ist. Also Adam in der Tat mit dem höchsten Luftstand. Andere, die nehmen den Berg sozusagen mit. Da ist die Flugkurve eine ganz andere. Das ist eine Frage der speziellen Technik jedes Springers. Genau, und normalerweise müssten wir als nächstes dann Lindström sehen. Und er springt wirklich eine andere Technik. Hier, wo Adam Malisch ziemlich schnellkräftig wegkommt vom Schanzentisch, macht Lindström alles mit seiner Technik, mit dem Oberkörper. Er nimmt die ganze Geschwindigkeit mit und steigt dann weg vom Hang, wenn er dann vielleicht kommt. Ja, das ist erst die Wiederholung Malisch. Von Adam Malisch. Die Konstellation ist ja so, er trägt das gelbe Trikot. Und wenn Sven Hannawald heute gewinnen würde, der wird Zweiter, dann ist der Gesamtweltcup zugunsten des Polen auch entschieden. Alle anderen Konstellationen, die sparen wir uns mal noch auf, da will ich Sie nicht verwirren. Aber die Chance, dass Hannawald dem Polen noch den dritten Gesamtsieg streitig macht, die ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, und warum sie so gering ist, das haben wir jetzt gesehen, auch wiederum in dieser Wiederholung. Das sind perfekte Sprünge, die Adam Malisch hier abzieht und immer wieder mit dem kürzesten Anlauf. Schön zu sehen, wie er in der Luft rackert, wie er arbeitet. Aber wie viel Mut gehört dazu, solche Flüge durchzustehen? Ja, vor allen Dingen immer wieder das Gleiche. Und aus Sichtfeld des Springers ist es ja unglaublich, denn der Aufschwung verschwindet hier unter dem Springer, der sieht ja nur noch Ebene unter ihm. Apollo Steiner. So, und das ist jetzt Veli Matti Lindström. Und das ist der Flug der Flüge. Das müssen jetzt die 232,5 Meter sein. Irre Anfahrtgeschwindigkeit und ja, den knautscht aus, den Sprung, und dann kann er ihn nicht stehen. Aber ja, das war wirklich eine Sache. Er hätte, je öfter ich diesen Sprung sehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, er hätte ihn stehen können. Genau, und derselben Überzeugung ist auch sicherlich er, Veli Matti Lindström. Und er sagt ja auch selber, wenn ich wieder in diese Situation kommen würde, dann würde ich diesen Sprung stehen. Da war einfach zu überrascht, was er selber leisten kann. Ist natürlich schon unglaublich, diese Weite, wenn man sieht in Wirklichkeit, wo die 232 Meter sind. Mit dem Flug hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes fast den Hintern aufgerissen. Also er hat sein Abendessen dann im Stehen eingenommen, aber das hat ihn aber nicht gestört, um im Teamwettbewerb dann wieder richtig zuzuschlagen. So, und dann haben wir nochmal Lindström mit 225,5 Metern. Aber das war, Hans-Peter, kein Weltrekord, denn zuvor war ja Matti Hautamäki schon 227,5 Meter weit geflogen. Korrekt? Korrekt. Lindström konnte nach den 232,5 nochmal 198,5, das war der erste Durchgang im Team, dann 225,5 nachlegen, also da hat er gezeigt, dass er mit zu den besten Fliegern auf jeden Fall an diesem Wochenende gehört, aber zuvor, und das haben wir gewusst, Matti Hautamäki, 227,5 Meter, war bis vor kurzem dann auch der aktuelle Weltrekord, auch das ist schon wieder Geschichte.
aber wir sagen das gerne noch einmal, gerne noch einmal. Solche Flugtage hat es in der Geschichte des Fliegens noch nie gegeben, vom Donnerstag bis heute, bis zum Sonnabend. Superlative, nicht nur in der absoluten Weite, sondern auch in der Dichte der Leistungen. Wir werden hier verwöhnt zum Abschluss der Saison, wie man sich das hätte überhaupt nicht vorstellen können. Von Müdigkeit überhaupt keine Spur. Sie trieseln sich hoch, sie schaukeln sich hoch, immer zu neuen Höchstleistungen. Das ist fast unglaublich. Um 10 Uhr mit dem ersten Durchgang. Aber wir können fast schon sagen, wir haben schon einen Höhepunkt gesehen, und das war vorher im Probedurchgang, wenn Sie dabei gewesen sind. 220,5 Meter, da hat er seinen eigenen Weltrekord um einen Meter verbessern können. Und das ist er mit der 42, Matti Hautamäki. Ja, und da gilt es eigentlich mehr oder weniger nur, den Flug zu genießen. Da muss man ruhig sein, man muss einfach diese Bilder schauen. Und wie natürlich emotional nach unten ausgefahren wird, das sind extreme Momente in dieser Situation eines Sportlers. Er war der Größte bis gestern, ist jetzt noch größer mit 228,5 Meter. Da sieht man in der Wiederholung, man kann nichts aussetzen an diesem Sprung. Man dachte schon, der Anlauf sei vielleicht ein bisschen zu wenig gewählt, aber er hat allen anderen Lügen gestraft und hat diesen Sprung herausgezaubert. Wenn ich mir das so anschaue und wenn ich überlege, dass die Weltrekorde von der FIS ja mal eingefroren waren bei 185 Metern und dann bei 191. Und wenn man sich nun diese Weiten anschaut, die hier erzielt werden und die in der Regel gestanden werden, dann weiß man, wohin die Entwicklung gegangen ist und dass man die einfach nicht einbremsen kann. Aber dennoch hebe ich warnend den Zeigefinger und sage, wer das dann als Maßstab nehmen möchte und sagt, okay, wir können ja Schanzen bauen, wo man dann 250 Meter fliegen kann, wehret diesen Anfängen oder diesen Ideen. Ja, liebe Zuschauer, der zweite Teil des Tanzes beginnt jeden Moment. Das vorletzte Weltcup-Springenfliegen der Saison hier im Planitzertal auf der größten Skiflugschanze der Welt ist angezeigt. Und der Modus, wie beim normalen Weltcup, Sie werden 50 Namen eingeblendet bekommen. Zwei große Flieger sind nicht dabei, Tommy Ingebrigtsen und der Slowene Kranjec. Die haben die Qualifikation aus welchen Gründen auch immer nicht überstanden. Sie sind schlichtweg schlecht gesprungen. Und nach dem ersten Durchgang wird wieder der Strich gemacht, dann bleiben 30 übrig. Und morgen starten ohnehin nur die besten 30 des Weltcups. Also das ist nochmal eine Nagelprobe, eine Prüfung auf Herz und Nieren. Aber die Athleten haben sie bislang mit Bravour, mit absoluter Bravour bestanden. Und wir hören mittlerweile auf zu zählen. Es hat an die 60 200 Meter Flüge gegeben vom Donnerstag bis jetzt. Und da stehen ja noch vier Durchgänge aus. Morgen noch ein Probedurchgang dazu, also fünf. Das kann durchaus passieren, dass man hier an die 100, 200 Meter Flüge kommt. Superlative, unvorstellbar vor Beginn der Planitzer Tage. Aber das ist die Realität und die Zuschauer, ja, die fordern malisch 233 Meter. Lass die Kirche im Dorf, 232,5 hatte Lindström hier schon mal angeboten. Aber klar, bei diesen Bedingungen, bei dieser Schanze, die optimal präpariert ist, besser geht's wirklich nicht, ist alles möglich. Wir freuen uns auf diesen Wettkampf, wir freuen uns, dass das Wetter bislang toi auf Holz klopfen. Hans-Peter, gib mal dein Köpfchen her. Dankeschön. Danke. Passt. So, uns geht los. Ja, es geht wirklich los. Und wenn man aus der Probe schaut, dann war der 30. Roberto Ciccone 183,5 Meter. Das wird sich jetzt ein bisschen relativieren, aber dennoch denke ich, dass man die 175 Meter springen muss, um im Finale mit dabei zu sein. Er wird es nicht sein, die Startnummer 1, Blas Bilban, hat einfach nur
hier mitmachen dürfen und hat die Qualifikation überstanden. Das ist sein Erfolgserlebnis, welches er mitnehmen kann. 105 Meter. Also das war's für ihn, das Wochenende in Planica. Und Planica, das ist das Mekka der Slowenen. Hier trainieren sie auch im Sommer. Da ist nicht die große, die Skiflugschanze, sondern andere Schanzen sind mit Matten belegt. Und das ist das Herz. Und hier sind auch die Nester, wo der slowenische Nachwuchs ausgebrütet wird. Jure Radel zählt nicht mehr ganz dazu, der 25-Jährige. Ja, man darf auch nicht vergessen, in Krain wurde ein neues Zentrum eröffnet. Auch da eine neue Matteschanze mit Kalkulationspunkt. 90 Meter, ja. Führt zusammen mit seiner Frau ein Sportgeschäft. Er ist nicht mehr der hundertprozentige Profi, aber was man mit vermindertem Einsatz leisten kann, vielleicht nicht unbedingt bei diesem Sprung, aber er hat es in diesen Tagen doch gezeigt. Ja, aber Juri Radel ist auch einer derjenigen, der eigentlich mehr oder weniger an sich selber gescheitert ist. Vor zwei Jahren im Sommer Grand Prix in Hinterzarten auf dem vierten Rang. Da dachte man schon, jetzt ist der große Durchbruch gekommen für ihn. Aber dann hat er sich eben an diesen großen Erfolgen immer wieder messen wollen und das ging ihm schief. Hoffentlich nicht so bei ihm. Bastian Kaltenböck, der 19-Jährige vom SC Bischofshofen. Ich hatte ihn vorhin im Probedurchgang vorgestellt, Schüler von Stams. Ich habe ihn ein einziges Mal im Weltcup gesehen. Das war in Innsbruck in der nationalen Gruppe der Österreicher. Da hatte er im K.O.-System gegen Schwarzenberger verloren. Ansonsten hat er Staub gewischt im Continental Cup, aber das hat er nicht schlecht gemacht. Das auf jeden Fall. Jetzt wollte ich eigentlich schon sagen, schade die Einstellung von der Frontalen. Aber im Großen und Ganzen hat der Sprung eben nicht funktioniert. 119 Meter. Schade, Bastian, auch für dich wird es keinen zweiten Durchgang geben. Aber dennoch, er ist das erste Mal mit dabei gewesen auf dieser Riesenanlage. Und ich denke schon, alleine diese Eindrücke, die er hier sammeln konnte, sind enorm. Computer arbeitet perfekt, 203,5 eben im Probedurchgang, Hausrekord. Er gehört zum Club der 200er, auch wenn der mittlerweile so groß ist, dass man einen Saal anmieten muss. Aber das ist egal, der 22-Jährige aus Hinterzarten, also auch ein Schwarzwälder. Aber wenn man aus dem Schwarzwald kommt, heißt das nicht, dass man automatisch Finals erreicht. Gell, Hans-Peter, so ist das auch wiederum nicht. Gut, der einzige Vorteil, ich bin aus dem Schwarzwald, ich werde, denke ich mal, im Finale mit dabei sein. Bei Michael ist es natürlich so, 165,5. Natürlich jetzt auch 2 km/h weniger als vorher noch im Probedurchgang. Das macht sich schon bemerkbar. Aber man müssen sehen, 165,5, vielleicht die Grenze, denke ich aber mal nicht. Na, ich sag mir, er ist dabei. Na gut. Jan Matura. 24-Jährige. Ja, das ist Jan Tanchos. Der war ja auch, weil ich vorhin den Bezug zu Trondheim gezogen habe, bei Sylvain Freiholz. Der war in Trondheim fast auf dem Treppchen, aber als Kombinierer. Da war er Vierter mit der Staffel der damals noch Tschechoslowakei. Ja, genau. Und letztes Jahr eben bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City, da wurde er als Spezialspringer nominiert. Da hat er gesagt, allzu gut. Im Laufen, da habe ich sowieso nicht so. Springen ist meine Spezialität und da will ich mich eben verbessern und forcieren. 183,5, sehr gut für ihn und da ist er hundertprozentig mit dabei nachher. Der hatte eben so deine Tugenden, ne? Als du aktiv warst. Springen, hui, laufen. Na, früh kann man auch nicht sagen. Da kann man auch nicht, nein, genau. Das wäre doch ein bisschen übertrieben. Ein bisschen langsam. Hat ja noch immer Spaß bisschen gemacht, genau. Ja. Ja. Du wolltest den Spaß einfach genießen, deshalb warst du ein bisschen länger unterwegs. Du musst eben schauen, wo du unterwegs bist. Verstehe dich. Deswegen. Lukas Lava unterwegs. Lukas. Naja. Breiten wir den berühmten Mantel des Schweigens über diesen Flugversuch. Der kam einfach vom Tisch nicht weg und ist deshalb sehr, sehr zeitig gelandet. War sicherlich bei ihm auch psychisch bedingt, vorher von Luke 8 abgefahren, jetzt von 5 und da weiß er genau, ich muss einiges dazu tun, um wirklich gut zu springen. Vorher sprang er 184,5, das war ein sehr guter Versuch von ihm, aber der erste Durchgang, schade Lukas, auch für dich, heißt es letztendlich jetzt die Jacke wieder anziehen, 119 Meter, das reicht nicht. Aus dem Trainingszentrum Kranje kommt er also, sein Hausrekord, den sollte er irgendwie noch steigern können. War auch schon mal Vize-Weltmeister bei den Junioren im Team. Das war 2000. Ja, das war in diesem Jahr. Brauche ich gar nicht so lange überlegen.
Nee, das war Putzer, oder? Nee. Nee? Urbans war auch in der Mannschaft. Cool. Ja. 167,5, auch für ihn. Von Zollft in Schweden. Schweden. Ganz genau. Mhm. Mach mich nicht irre. Entschuldige. War ein kleiner Test, Dirk. 167,5, auch für ihn sehr guter erster Durchgang, muss man sagen. Und wie gesagt, vorher bei Möllinger 165,5, da wird irgendwo die Grenze sein. Karel Jantila wieder Hauptverantwortlicher, der Amerikaner. Hat das Zepter wieder übernommen, gezwungenermaßen. Er wollte es eigentlich nicht, aber ja, es hat einfach nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Und stimmt das, dass er dir ein Angebot gemacht hat, dass du als Trainer in die USA gehen sollst? Stimmt nicht, ne? Selbst wenn es so wäre, würde ich dankend ablehnen. Aber ich glaube schon, dass sich die Fühler wieder ausgestreckt haben nach einem neuen Trainer. Denn er wollte mehr oder weniger nur die Büroarbeit übernehmen im Verband des amerikanischen Skiverbandes. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Waren sicherlich andere Voraussetzungen geplant. Tommy Schwoll 137,5, okay, im Bereich das, was er drauf hat. Ja, es wird einige Bewegung geben, wie so oft nach einer Saison bei den Holländern wird sich mit Sicherheit was verändern. Da hat Vasja Bajc ausgedient. Emanuel Schedal vorhin sehr, sehr gut in der Probe, aber auch mit anderer Geschwindigkeit. Ja, da sehen Sie mal, was hier noch drin ist auf dieser riesigen Anlage. Auch bei ihm war es eigentlich vorher wie bei Morgenstern. Oben bei 100 Meter ganz kurz touchiert mit den Skispitzen, aber dann geht es doch nochmal 40, 50 Meter weiter. Ich würde sagen, mutiger Sprung war es. Das kann man nur unterstreichen und das denke ich auch, wird ihm jetzt auch so vorgehen. Also Hasenfüße sind das nicht, der Schedal und natürlich auch nicht der Nicolas Dessum. Aber im Moment sieht es so aus, als wenn sie ihre Bestmarken nicht knacken können. Das glaube ich fast auch nicht. Die 207,5 ist er ja gesprungen am Tage der Qualifikation. Und der Simon Schedal haben sich wesentlich verbessert, das muss man sagen. Gerade im Absprungbereich, aber auch bei der Süden sieht es nicht unbedingt danach aus. Ach na ja, nun komm. Aber ja. Es freut mich ja immer wieder, wenn ich mich mal täusche. Denn das aber ist eben so oft genau. Muss es auch nicht sein. Okay, 50 Mal darf man sich schon täuschen im ersten Durchgang. Der Süm, Grenzschutzbeamter, aber den Teil der Grenze, den er schützt, der ist ziemlich durchlässig. 192 will damit sagen, also auch er kann seine ganze Zeit, seine ganze Kraft dem Skispringen widmen. Und die 192 sind jetzt der Spitzenrang. Bye bye, Sylvain Freiholz. Lange Zeit dabei, aber zuletzt eben doch zu oft im geschlagenen Feld. Und seine Entscheidung, jetzt aufzuhören, die ist absolut richtig, absolut korrekt. Er ist Ingenieur, er wird jetzt eine berufliche Karriere anstreben und wird sie auch mit Sicherheit gut in die Gänge bringen. Im Springen ist es nicht mehr vorwärts gegangen. Der Zeitpunkt ist reif fürs Aufhören. Und ich denke auch, genau dieser Zeitpunkt hat er vorher schon gewusst. Jetzt wusste er, er ist oben. Das wird, denke ich mal, mein letzter Sprung werden. Dann ist einfach auch das Ziel nochmal sich hundertprozentig motivieren, nicht mehr gegeben. Mehr wahrscheinlich nochmal sicher runterzukommen. Und dann war es das für mich. Also Silva, alles Gute. Martin Mesik ist der Nächste. Die haben alle zu kämpfen mit dieser relativ geringen Geschwindigkeit jetzt. Das ist der Fluch der ganzen Geschichte, um noch einmal das deutlich zu machen, weil vielleicht Lieschen Müller zu Hause wird sagen, da gebt ihnen doch mehr Geschwindigkeit. Ja, das geht einfach nicht, weil die Herren da hinten doch kommen. Ja, das funktioniert wirklich nicht, denn die Besten springen doch 140 Meter weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich eine komplette Großschanze, wie wir sie aus dem Weltcup kennen. Und Alex. Und Reinhard Hess. Ich würde ihm wünschen, dass er sich mal wieder zum Herren aufschwingt. Der Weltmeister von Lahti. Das ist alles vergessen, das ist Geschichte. Aber er ist zumindest, nehme ich mal, an dem Finale dabei. Es könnte reichen.
Ja, das Finale könnte wirklich reichen, aber wenn man den ganzen Sprung anschaut, dann ist eigentlich von einem normalen Sprung überhaupt nichts zu sehen. Dann wartet er vom Verlassen der Kante bis zum Aufsprung mehr oder weniger, was passiert. Und er hat ja gestern gesagt, er ist voll motiviert, er will ganz locker an die Sache rangehen. Und letztlich fragt man sich dann immer, warum funktioniert es dann nicht? Ja, weil die Lockerheit, die reicht bis zum Balken oben. Und wenn er dann abfährt, dann ist er halt nicht mehr locker. Das ist die Krux der ganzen Geschichte. Alan Albon, letzte oder vorletzte Vorstellung? Alan, vorletzte, komm. Also, das Finale muss schon drin sein. Der 22, mit 22 endet der Karriere. Unglaublich. Das war der letzte. Das war der letzte Sprung. Aber auch zu ihm sagen wir, mach's gut, Alan Albon. Alles Gute dann im persönlichen, weiteren persönlichen Leben und im Beruf, wie man das so schön sagt. Es war eigentlich ein kurzer Auftritt, aber du hast uns nicht unbedingt in dieser Saison, aber zuvor auch viel Freude gemacht. Bye, bye. Ja, das kann man wirklich sagen und Alan Albon wird auch seinen Weg gehen. Es sind ja nochmal die Fans herübergekommen aus den Vereinigten Staaten mit T-Shirts bedruckt, dass eben Skispringer besondere Leute sind und da haben sie wahrlich recht. Clint Jones wird uns erhalten bleiben. 18 Jahre ist er erst alt, Clint Jones. Jetzt muss er seinen Weg alleine gehen und er ist auf dem besten Wege dazu. 183 Meter vielleicht, 100 km/h die Geschwindigkeit. Der Schein trügt nicht. Clint Jones ist gegen Ende der Saison nicht unbedingt zurückgekehrt in die Erfolgsspur, aber er weiß eigentlich wieder, wo es lang geht. Das kann man wirklich so sagen und das Ende der Saison war wirklich vor zwei Tagen, denn da hat er begonnen, wieder seine besseren Sprünge zu zeigen und das ganze Wochenende genießt er sichtlich und zeigt auch eigentlich, was in ihm steckt. Schade nur, dass es jetzt am letzten Wochenende soweit ist. Kommen wir auf einen Christoph Dufner. Halbwegs einen Sprung, wie vorher in der Probe, 207 Meter. Keine Abschiedsgedanken. Duffy bleibt uns erhalten. Recht hat er. Solange der Nachwuchs so fürchterlich drängelt, kann auch ein Duffner weiterfliegen. Komm, Duffy, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sauber, Duffy. Ja. 98,5 die Geschwindigkeit. 1,5 km/h langsamer als zuvor. Clint Jones. Boss meldet Vollzug. Und die Weite 193,5 für Christoph Duffner. Soll ja auch ein unglaublich guter Koch sein, der Duffy, ne? Ehrlich? Ja, du hast ihn letztens besucht, hat einen Kaffee gemacht. Das ist richtig. Da wollte man ihm schon unterstellen, dass er keinen Kaffee kochen konnte. Aber das habe ich natürlich prompt widerlegt. Also Duffy, Kaffee und Linzertorte von seiner Mutter war hervorragend. Stefan Thurnbichler ist der Nächste, der sich vorhin etwas zurückgehalten hatte in der Probe, der aber hier 224 Meter weit geflogen ist. Das heißt, der Kanz, der 19-Jährige, ja, auch so 183 vielleicht. Und er möchte sich am liebsten einbuddeln. Stefan, es gibt Schlimmeres, mein Gott nochmal. Zweiter Durchgang ist sicher. Ja, so ähnlich, aber dennoch ganz cool geblieben. Auch bei ihm hat man gesehen, bei 120 Meter war der Sprung eigentlich schon fast zu Ende. Da hat er auch mit den Schienen oben den Schnee ein bisschen gestreift. Und auch der Springer sieht ja, dass er fast eigentlich schon am Boden ist. Und dann geht der Sprung nochmal weg. Die Geschwindigkeit hebt ihm nochmal weg vom Hang auf 182,5 Meter. Dessum, Duffner, Matura, Thurnbichler und Jones, das sind die ersten fünf. Und wenn Takano in diese Region hineinfliegt, dann fresse ich den berühmten Besen. Ich glaube kaum, dass wir diesen Besen holen müssen, denn Takano hat eigentlich momentan nicht das Zeug dazu. Der bleibt in der Ecke stehen. Freut mich auch für dich. Das wäre auch ein bisschen sehr hart gewesen. Also können wir uns schon auf Axeli Kokkonen konzentrieren, denn Tepei bleibt sich in der Tat seiner Fluglinie treu. Ich würde ja sagen, seiner Springerei treu, denn ins Fliegen ist der 20-jährige Japaner eigentlich überhaupt nicht gekommen. Ist schon schade, denn normalerweise hätte auch er es absolut drauf, gute Sprünge zu zeigen und jetzt wieder einer der finnischen Überflieger, kann man schon fast sagen, der vergangenen Wochen. Die 193 Meter datieren aus dem offiziellen Training. Der 19-jährige Axeli Kokkonen, auch er will natürlich die 200 Meter, aber er kriegt sie nicht.
Schauen Sie sich alleine dieses Bild an, diese Ausfahrt. Die werden wie die Mücken so klein. Und von oben, wenn man von oben runterschaut, dann denkt man, das ist da ein Termitenhügel da unten. Das sind lauter Ameisen, das sind keine Menschen, die sind so winzig klein. Ja, vor allen Dingen, wenn man oben am Anlauf steht und man sieht nachher den Springer verschwinden über dem Vorbau, bevor er dann landet, dann geht es fast 6 bis 8 Sekunden, bis er unten wieder rauskommt vor dem Abschwingen. Das sind schon enorme Eindrücke. Rok Benkovic und sein Fanclub, hören Sie es? Was kann er draus machen? Was kann er draus? Nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Schön, Rok Benkovic. Also wirklich enorm, was er aus diesen Springen noch macht, denn seit Donnerstag fast jeden Sprung immer ein wenig zu spät und dennoch fast jeden Sprung über die 200 Meter Marke. Und da sieht man mal, welches Potenzial in ihm steckt. Typisch für ihn, das erinnert auch ein bisschen an Andreas Goldberger, dass er immer zur Seite rausgetragen wird. Andreas Goldberger freilich zu anderen. Das hat natürlich etwas damit zu tun mit dem starken Bein und mit dem weniger schwachen Bein. Das heißt, ganz, ganz selten, fast nie gibt es einen völlig harmonischen Absprung. Denn das ist klar, bei fast allen Leuten ist entweder der linke Fuß oder der rechte Fuß stärker ausgebildet. Genau, man weiß es ja auch von einem selber, dass man eben seine Lieblingszeiten hat. Und so ist es auch bei den Springern, nur durch das Training natürlich angeglichen. Und 197 Meter von Rok Benkovic, hervorragende Leistung, kann man nichts dagegen sagen. Momentan die Führung. Jetzt wird es langsam Zeit für den ersten 200er. Wer setzt den denn? Bardal, Harpunen, Neumeier, Funaki, Fraß, von denen vielleicht noch keiner. Aber dann... Na, warten wir es ab. Warten wir es ab, genau. Ja. Neumeier wäre natürlich die Krönung, wird man ihm auch gönnen, aber hätte er eigentlich momentan nicht drauf. So, Bardal. Bardal. Ja, 186, 187. Also deine Prognose anfangs geäußert, die könnte stimmen mit dem Cut. Denn jetzt geben sich immer weniger Flieger eine Blöße. Jetzt muss man tatsächlich weiter anbieten, um unter die besten 30 zu kommen. Ja, und Anders Bardal, das sieht man auch an dieser Reaktion. Ganz egal, die Verhältnisse sind wirklich top und dennoch greifen sie sich ans Herz und es kostet schon wieder oder immer wieder Überwindungen, über diese Riesenschanze zu gehen. Dort oben sind ja extra noch immer zusätzlich so zwei Häuschen aufgebaut. Und mancher der Flieger verschwindet da ganz schnell nochmal, so für 2-3 Minuten, um sich zu erleichtern. Es ist alles so nachvollziehbar. Alles so nachvollziehbar. Es ist wirklich so. Harpunen. Die Blase drückt schon enorm, wenn man ganz oben ist. Und Harpunen, sehr schön. Auch der Thomas Morgenstern, der ja seinen Premierenflug hier mit 204 Metern hatte, unten ganz aufgekratzt war. Und da sage ich, und jetzt alles im Lot. Da sagt er, ja, was weiß ich, jeder Flug ist ein neuer. Womit er wohl recht hat. Ja, das ist richtig. Und jeder Flug birgt auch wieder seine eigenen Gesetze, kann man sagen. Man weiß nie, was einen so richtig erwartet. Dennoch muss man sagen, Gott sei Dank, die Verhältnisse seit Donnerstag bisher konstant und auch gut. Michael Neumeier war eigentlich konstant dabei, bis auf die Weltmeisterschaften unter den Besten. Naja, okay. Ah, was hast du gesagt? 200 Meter hat er nicht ganz drauf. Da war ja nicht recht, so schlecht gelegt. Bisschen was. Ja, schade, Michi. Der schlechteste Sprung eigentlich, seit er hierher angereist ist. 107 Meter. Braucht man nicht diskutieren über diesen Versuch, braucht man auch nicht zu analysieren. Das war's, die Saison ist vorbei. Beim Olympiasieger, 98 wohlgemerkt, und beim ehemaligen Überflieger Kazuyoshi Funaki, Vize-Weltmeister war er im Fliegen. Er hat so viel erreicht, aber hier würde ich die Frage stellen, schafft er das Finale oder nicht? Denn er ist weit, weit weg von der Musik. Die hört er nur noch ganz leise, aber hinter der Kapelle marschieren andere. Ja, man sieht bei ihm jetzt auch seine Anfahrtsposition ganz extrem, wie man es auch gewohnt ist von ihm. Aber sobald die Form ein wenig nachlässt, kommt er eben aus dieser Position nicht mehr raus. Ähnlich wie bei Adam Malisch, nur er ist in Form und kommt natürlich schnellkräftig in die Position, in die er springen muss. Und das schafft eben Funaki nicht. Und deswegen komplett während des Fluges immer ein bisschen
zu sehr hinten. Ist auch ein guter Schwimmer und Leichtathlet. Das mit dem Schwimmen will ich aber jetzt nicht übertragen wissen, dass er hier ins Schwimmen kommt. Aber er ist einfach zu zach. Da fehlt die Dynamik. Das ist einfach zu brav, was er abliefert. Und das ist entsprechend auch die Weite. Er wird im zweiten Durchgang dabei sein, aber mehr auch nicht. Die Maßstäbe Naki sind eigentlich andere. Ja, der erste Japaner, der auch am Holmenkollen gewonnen hat und. Die Maßstäbe sind sicherlich andere. Die 177, die wir hier eingeblendet sehen, war ja noch oder ist noch sein bester Sprung seit Donnerstag, den er hier abgeliefert hat. Aber das sind natürlich Welten, das sind fast 60 Meter zu den besten. Damian Fraß, seine Familie steht hier unten und drückt ihm die Daumen. Nur für Damian ist das ja auch gelaufen und zwar nicht sehr positiv. Fand keinen Platz in der slowenischen Mannschaft in Val di Fiemme. Das heißt doch, von der Normalschanze war er dann eingesetzt für Jonta, aber auch nur 35. Also nicht der Rede wert. Seine Form liegt irgendwo hinter den Bergen. So, und nun kommt Roberto Ceccon. Mit Gabriela Peruzzi ist er aufgewachsen. Hier haben wir das Bild nach 25 von 50 Springern. Aber ich beginne mal schon mit der Ouvertüre für Roberto Ceccon. Man kann ja nie wissen, wenn er Pech hat, ist das auch sein letzter Flug. Aber morgen ist er ja noch dabei. Ja, aber Roberto Ceccon, der also definitiv erklärt hat, es ist Schluss. Gabriela Peruzzi, die in Lahti ihren ersten Weltcup gewonnen hat. Sie und er haben ja die Frage lange offen gelassen, ob es weitergeht oder nicht. Peruzzi hat sich noch nicht erklärt, Roberto ja. Und die Gemeinsamkeit dieser beiden, die liegt auf der Hand. Sie sind in 200 Meter Entfernung voneinander aufgewachsen. Und Gabriela Peruzzi ist mit Roberto Ceccon, als sie noch Schüler waren, auch gesprungen. Man glaubt das nicht, es ist aber wirklich so als Vorspringerin. Also vor einer Daniela Iraschko und was weiß ich, Eva Ganster, da ist eben eine Gabriela Peruzzi auch schon gesprungen. Spricht dafür, dass sie auch eine sehr, sehr gute alpine Rennläuferin ist. Ja, und nun hat Roberto gesagt, ich nehme Abschied, es ist Zeit, seit 1985 bin ich dabei, man muss sich das mal überlegen. Er ist also noch gegen Weißflug und Co. gesprungen und nun meint er, es ist genug, die jungen Burschen stehen parat und ich will ihnen helfen, dass sie besser werden. Und ich kann das vielleicht besser in der Funktion des Trainers, als wenn ich hier mitspringe. Da ist sicherlich was dran und der Roberto will es natürlich auch weitergeben. Und ich denke schon, dass das größte Problem auch in der Motivation liegen wird. Denn wenn man so lange dabei gewesen ist, gehört schon eine Menge Überwindungskraft dazu, sich wieder zu motivieren. Und ich denke, dass es da eben an ihm scheitert. Jawohl. Okay, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das schon die Abschiedsvorstellung war von Roberto Ceccon für den heutigen Tag. Das vermute ich fast. Denn 170 Meter, ja, es müsste reichen. Es müsste reichen, ja. Wir haben noch 24 Springer. Das könnte ja auch knapp werden. Könnte knapp werden. Ja. Das wäre natürlich schade. Aber dann vertagen wir das alles auf morgen. Auch Georg Späth dürfte in der Lage sein, da schon dahinter zu bleiben, wenn er sich nicht zusammenreißt. Ja, normalerweise hätte der Georgi wirklich alles drauf, um auch in die Richtung 190 Meter zu springen, aber in der letzten Zeit vielleicht auch nicht ganz so konsequent dabei beim Springen auch durchzusetzen. Und das ist eigentlich alles andere als durchsetzen beim Schiefliegen. Jetzt braucht man ihn nicht mehr aus dem Verkehr zu ziehen, jetzt zieht er sich selber aus. Martin Schmidt hat ja gesagt, nein, die Form ist zu instabil. Ich bin zwar in Lahti wieder gut gesprungen, aber das ist kein Garantieschein für das Fliegen. Dann hat er gesagt, okay, aus, der Traum, Saison beendet. Wir haben uns sowieso gewundert, dass er in Oslo und in Lahti noch gesprungen ist. Bei Simon Amann ist die
Geschichte ein wenig anders. Der Schweizer hat auch nicht diesen Druck, weil er in der Schweiz, trotzdem er keine Spitzenweiten im Moment anbietet, der Alleinunterhalter ist. Ammann wird wiederkommen, ist erst 21 Jahre alt und ja, schön Simi. Ja genau, und er hat ja auch wenigstens immer einen Durchgang in den vergangenen Wettkämpfen, aus denen er irgendwas rausziehen konnte und auch wieder gemerkt hat, er gehört mit zu den Besten, wenn es auch noch nicht konstant ist. Aber auch die 189,5 geht in Ordnung für diese Saison. Das ist der vierte Platz für Simi, macht seinen Trainer Bernie Schüttler damit nicht arbeitslos im zweiten Durchgang. Denn Freiholz ist ja schon draußen. Andreas Küttel, der kann im Moment alles andere, aber nicht fliegen. So konzentriert sich aus Sicht der Schweizer alles auf Simon Ammann. Bei den Norwegern muss man die Konzentration teilen, denn da gibt es viele, die weit fliegen können. Aus den Srüt. Ja, normalerweise schon, aber vorher hat auch er gezeigt, dass 136, das war natürlich nichts, jetzt geht es ein bisschen besser, aber lange nicht die guten Flüge, die wir von ihm gesehen haben, im Training, in der Qualifikation oder auch gestern in der Mannschaft, da bleibt er doch um einiges zurück. Vierter der Skiflug-Weltmeisterschaften 98 in Oberstdorf. Da hat er den Funaki und Tannewald und Thoma noch einen heißen Kampf geliefert. War Tannewald überhaupt schon dabei? 98. Kann Fragen stellen, gell? Du kannst Fragen stellen, doch echt. Die 98 war dabei. Willst du nicht mal ein bisschen weitermachen? Ja, ich bin gerade am Schauen. Während du schaust, eben ob Tannewald dabei war, springt Lindström nach wie vor immer wieder seine Technik durch. Und das muss eigentlich schon die erste Richtweite jetzt sein in diesem ersten Durchgang. Und er hat eigentlich nur einen ganz kurzen Aussetzer nach seinen 232. Da musste er sich wieder sammeln. Dann 198, jetzt 195 springt nach wie vor hervorragend seine Technik durch. Dritter Rang im Moment hinter Benkovic. Das ist eigentlich mehr oder weniger die Überraschung. Wir sind Deppen, das will ich dir mal sagen. Sind wir? Der war Erster und Dritter in Oberstdorf, der Sven Hannewald. 98. Logisch, du hast ja nach der Olympiade gefragt, 98. Nee, nach dem Skifliegen hatte ich gefragt. Ah, Skifliegen. Mhm. Also, damit ist die Frage beantwortet. Sorry, Entschuldigung. Weiter im Text. Reinhard Schwarzenberger. Ja, und jetzt geht es natürlich schon wieder los. Diese Bilder, die wir eigentlich nicht so mögen, auch die Trainer nicht. Ja, ist aber normal. Es ist 10:30 Uhr und da kommt langsam aber sicher der Wind. Und im zweiten Durchgang könnte man durchaus schon mit der einen oder anderen Pause rechnen. Eieiei. Ist auch ein Kommentar. Eieiei. Ja, mehr gibt es eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht zu sagen. Wenn man dann auch auf die Noten schaut, 13,5, da sind sich die Haltungsrichter einig. Aber was soll man da sagen? 109 Meter. Reini Schwarzenberger, schade, auch für ihn. Irgendwo aber auch Widerspiegelung der objektiven Realität. Kein Teppich, keine Konstanz in seinen Leistungen. Mal wie bei einer Fieberkurve ein Zacken nach oben, aber dann gleich wieder der Abfall. Und darauf lässt sich eben nicht aufbauen. Das ist bei Janda schon ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall ist er der Chef der Mannschaft. Das ist auch schon seit längerem, auch mit dieser Sprung, sage ich schon wahnsinnig. Man könnte jetzt wieder fachsimmeln, auch die Anlaufgeschwindigkeit. Aber wir wissen ja, wenn es dann zu den Besten geht, dann sind einfach diese Sprünge in Vergessenheit geraten. Dann kann man auch nach außen schauen, was der Wind macht. Im Fliegen gibt es, oder ist die Wahrheit relativ? Das ist nun mal so, damit muss man leben. Und solche Versuche, das sind ja keine Flüge, das sind ja nur Versuche, wie von Jakob Janda jetzt, die sind mit Sicherheit nicht die Regel. Das wird sich wieder ändern. Janda, der ja 209 Meter weit flog im offiziellen Training, das ist tschechischer Rekord. Und Lars Büstöl ist der Nächste. Also man muss momentan natürlich schon hervorragend springen, denn oben wieder Windstille fast über dem Vorbau.
Aber dennoch, wir haben es gesehen, auch mit diesen Verhältnissen kommen die Besten eben zurecht. Lars Bistel, 99,1 Geschwindigkeit. Wird auch nichts. Wird mehr oder weniger auch nichts. Also jetzt sind sie mehr oder weniger am Schauen, was passiert, was ist los im ersten Drittel. Denn sie sehen selber oder sie hören es dann auch, was mit den anderen passiert. Und da stellen sich die Springer dann auch drauf ein. Okay, aber auch Bistel. Jan, da will ich mal ein bisschen ausklammern, aber alle anderen Schwarzenberger, Stensrud, sind ja unsichere Kantonisten. Wenn jetzt Kirol, der Finne, Tami Kirol, wenn der auch so schlecht springt, dann würde ich mal sagen, okay, dann liegt es wirklich im Moment an den Bedingungen. Ja, die Bedingungen sind sicherlich extrem und Tami Kirol muss auch einen guten Sprung runterzaubern, wenn er in die Richtung 190 bis 200 springen will. Aber das hat er auf jeden Fall drauf. Aber 98,7, auch das extrem niedrig, aber ja, neue Richtweite auf jeden Fall. Ja, sicher. Die aufgeworfene Frage ist, wie so oft mit einem kräftigen Jein zu beantworten. Bei wirklich guten Bedingungen fliegt Kirol hier über 200 Meter. Die sind es nicht geworden, aber dennoch, er ist eben im Moment ein Meister seines Faches und deshalb 190,5 Meter. Also ein richtig guter Flug. Diese Routine, die der Finne hat, die geht dem guten Thomas Morgenstern natürlich noch ab. Das heißt, es wäre auch kein so großes Wunder und alles andere als ein Beinbruch, wenn jetzt keine so dicke Weite herauskäme. Die kommt auch nicht heraus. Ja, doch, der kriegt nochmal Oberluft. Der war, also auch bei der ihm war wieder fast gelandet. Auch bei ihm schier unglaublich, was er aus diesen Springen noch zaubert. Da sieht man schon fast den Boden auf ihn zukommen. Dann geht er nochmal weg vom Hang. Er bleibt einfach konsequent vorne und nutzt die Geschwindigkeit noch aus, die er hat. Und ein heuriger Hase, aber trotzdem schon ein Meister seines Faches. Springt wie ein Routinier, der 18-Jährige. Große Klasse. Ja, musste auch die 128 aus der Probe vergessen lassen. Und das hat er getan mit den 193. Und das Gleiche müsste ihm jetzt gelingen, vor 100 Meter mehr oder weniger abgestürzt. Hardrock-Fan Christian Nagila. Streusandbüchse. Mal geht's gut, mal geht's weniger gut. Jetzt ging's gut. Auch mit dem österreichischen Anzug, wo der Schritt bis zum Knie geht. Was haben die Österreicher scherzhaft gesagt? Ja, wir sind eben so gut bestückt, deshalb brauchen wir diese Anzüge. Ja genau, aber der Anzug allein nützt natürlich auch nichts. Ich muss schon auch technisch gut springen. Und das hat bei ihm in den letzten zwei Weltcups auch nachgelassen. Da war der Akku einfach entleert. Aber dennoch 187,5 Meter, das reicht, um nachher mit dabei zu sein im Finale. Neunter im Moment. Völlig ungewohnt, das hatten wir bislang noch nicht. Das ist der erste Durchgang heute, der noch keinen 200er zu registrieren hat. Das ist doch bezeichnend dafür, dass die Jury jetzt sehr vorsichtig ist. Sehr vorsichtig mit der Anlauflänge. Und ich sage, es kommt trotzdem 200er. Er wird kommen. Ja, sicherlich, die kommen noch. Wir sind ja jetzt bei Schunter. Er hat es in der Tat momentan nicht drauf, die 200 Meter zu springen. Auch wenn man ihm nochmal 2 oder 3 Lücken mehr Anlauf gibt. Zehnter Rang. So, und nun kommt Michael Uhrmann. ...209 Meter der Hausrekord. Zuletzt, auch gestern, doch ein Stückchen davon entfernt. Was hat er uns jetzt anzubieten, der Bayer? Beide Sprünge gestern eigentlich weit weg von dem, was er eigentlich springen könnte. Ja, besser auf jeden Fall wieder Michi Uhrmann. Technisch sehr sauber. Muss technisch man sagen. Sehr sauber. Über den K-Punkt, diesen ominösen Kalkulationspunkt, 191 Meter für Michael Uhrmann. Das ist der 6. Platz. Und trotzdem vertagen wir das auf die nächste Saison und geben ihm mit auf den Weg. Michael, denke dran, du kannst ein Siegspringer sein. Du musst nicht immer in der Verfolgergruppe mitfahren, sondern geh selbst an die Spitze. Björn Einer Romören. Kommen jetzt die 200 Meter?
müssten kommen. Vor in der Probe genau 200 Meter exakt. Und da sieht man mal, dass er wirklich drauf hat, 200 zu springen. 99, allerdings wesentlich langsamer wie vorher. Aber jetzt geht er weg vom Hang. 200 sind es nicht. Nein, sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Das heißt also, es ist wirklich extrem schwierig im Moment. Das ist unbesehen die Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben. Denn für Romören war es ja wohl der erste Nicht-200-Meter-Sprung, den er hier abliefert. Das muss man sich mal vorstellen. Genau. Und dann kommt mittlerweile auch schon das Gefühl, dass es fast von alleine gehen könnte. Aber das ist es nicht im Moment. Denn jetzt muss alles stimmen. Da muss der Absprung perfekt kommen. Und dann auch weitermachen, ohne lang zu zögern. Oben leicht aufwind. Da sieht man dann diese kleinen Fahne des japanischen Trainers. Kasai Miyahira, dann Matti Hautamäki. Anlauf wird jetzt auch wieder langsamer oder zumindest das Gefühl deswegen langsamer. Wobei die Japaner immer die langsamsten sind oder fast immer. Naja, oh weia. Ja, man sieht jetzt doch immer mehr Springer mit 98 Stundenkilometer anfahren und das ist doch, würde ich sagen, ziemlich extrem langsam für eine Flugschanze. Herber Verlust, Kasai nicht im zweiten Durchgang. Hideharu Miyahira, kann der die Scharte auswetzen? Das ist die Frage. Jetzt kneift die Hose, jetzt wird es wirklich eng. Wäre jammerschade, wenn von der Elite jetzt einige auf der Strecke bleiben. Ja, da bin ich natürlich gespannt, denn auch Adam Malisch ist ja in der Regel noch mal 1 bis 2 km/h langsamer als der Durchschnitt. 97,9, der langsamste bis jetzt, aber dennoch sauber Miyahira. Muss man sagen, sauberer Sprung für diese Anlaufgeschwindigkeit, da gibt es überhaupt nichts Schiefliegen. Schiefliegen ist und bleibt eine relative Geschichte. Im Fußball sagt man, die Wahrheit liegt auf dem Platz und die Wahrheit liegt auf der Schanze, natürlich. Blitzsauberer Sprung angesichts des Tempos, was er drauf hatte. Jetzt ist die Frage, was macht der Spitzenkönner, der Weltrekordmann, aus diesen im Moment wirklich nicht sehr günstigen Bedingungen. In der Luft und so weiter, alles okay, aber es ist die Anfahrtgeschwindigkeit. Aber er hat dennoch, würde ich sagen, 210 Meter hat er drin, egal wie langsam, 99,3, ja. Genauso wie vorher bei seinem neuen Weltrekord. Ja, es passt, bei ihm passt es immer. Unglaublich. Den kannst du im Moment nachts um 12 wecken, holst ihn aus dem Nest und sagst, komm Matti, 200 Meter, dann fliegt er die. 214 Meter. Das ist die Antwort auf die Fragen, die wir aufgeworfen haben. Warum denn nur 98? Warum denn nur 97? Er verdirbt die Preise. Er ist der Mann, nach dem sich die Jury richten muss. Matti Hautamäki, der 21-Jährige. Oh, wie schwer kam er in die Gänge in dieser Saison. Dann in Bad Middendorf am zweiten Tag beim Fliegen. Da war er wieder dabei als Dritter und dann ging es fast automatisch. Dann immer unter den Top Ten der finnische Spitzenmann, gar keine Frage. Ja, wenn man sich zurückerinnert, eben an diese ersten Weltcups in der Saison, wo man ihn schon fast wieder abgeschrieben hat und gesagt hat, wo ist die Form geblieben? Rein technisch gesehen sind nicht viele Unterschiede, sind vielleicht ein paar Grad am Schanzentisch, die er direkt anspringt, aber sich die Psyche, die es letztendlich ausmacht, und er weiß, es geht wieder. Um wen muss man jetzt zittern von denen, die da noch oben am Ablauf stehen? Vielleicht um Peterka, vielleicht um Höllwart, vielleicht auch um Ahonen, um Witthölzl sowieso. Die berühmte Gratwanderung jetzt. Ich glaube nicht, dass man Angst haben muss um ihn. Nein, nein. 185. Also qualifiziert. Aber Mika Kojankowski schaut. Sind nicht. Als wenn er gerade Jubelstürme gegessen hätte. Ja. Also logischerweise mit dem 16. Rang 183 mit dabei. Auch bei Jokosoy gibt es im Großen und Ganzen nicht viel zu sagen. Sein bester Sprung, den ich gesehen habe, war gestern im Probedurchgang zum Mannschaftsspringen. Der Auftaktsieger von Kusamo. Und
der Mann, der das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hat. Primož Peterka mit aufsteigender Leistungskurve seit gestern, würde ich mal meinen. Und das müsste, das kann nicht reichen. Nein, nein, dabei war die Geschwindigkeit so schlecht nicht für ihn. Aber ja, ein Rückfall in die Steinzeit. Also im Vergleich zu den anderen war es sicherlich schnell mit 99,1, aber für die momentane Form von Primož Peterka ist es einfach zu wenig. Und auch er weiß, seine Batterie ist leer für diese Saison, 142,5. Das ist es gewesen, jetzt schon 32. Es hat sich also bewahrheitet, um ihn mussten wir ein bisschen bangen. Er ist raus aus dem Geschäft, Kasai raus, er raus und jetzt Martin Höllwart. Der 29-Jährige vom SC Meierhofen wohnt in Stumm. Auch bei ihm bin ich absolut nicht sicher, was er hier abliefern kann. Absolut nicht sicher. Sauber, aber das war ich. Jawohl. Jawohl, prima, Martin. Muss man auf jeden Fall so sagen, das war ein hervorragender Sprung von ihm. Er hat ja erklärt, dass seine Konzentrationsfähigkeit bei der Weltmeisterschaft beim Springen von der kleinen Schanze nicht ausgereicht hatte für zwei Sprünge, sondern nur für einen Sprung. Das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn man gerade im Skispringen keine Konzentrationsfähigkeit für zwei Sprünge findet, dann ist irgendwas faul. Also 199 Meter für Martin Höllwart hinter Matti Hautamäki. Landsmann Florian Liegel. Ja, ihm passt es eigentlich gar nicht, dass oben jetzt die Sonne schon so in den Anlauf scheint, denn er hat auch gestern gesagt, wenn es so weich ist, wenn es so stumpf erscheint, dann gefällt es mir überhaupt nicht. Da muss ich gegen mein Gefühl anfahren. Ganz klar, weil er ja bei seiner Länge 1,94 noch zu viel Gewicht mitbringt. Das ist doch ganz klar. Logisch, dass er im Anlauf relativ schnell ist. Dennoch der beste Sprung eigentlich, ja, würde ich so sagen, auch wenn die Weide ein bisschen ausbleibt. Ihm kann man nur gratulieren, was er in dieser Saison angestellt hat. Als Einsteiger, der 20-Jährige, das ist über alle Kritik erhaben. In Innsbruck Zweiter, in Zakopane zweimal Zweiter, in Taupitz Erster und Zweiter, dann in Willingen Dritter, in Oslo im Team Erster, in Oslo dann Zweiter, ex aequo mit Jokulsoy. Ganz großes Kompliment für ihn. Und der nächste ist Janne Ahonen. Ja, und Janne Ahonen scheint jetzt wirklich auch noch einmal Oberluft zu bekommen an diesem letzten Wochenende. Gute Flüge eigentlich jetzt von ihm wieder, die er zeigen kann. So, das war jetzt Vorschusslorbeer. Genau. Janne, am besten du bestätigst das. Ja, der sieht auch schlecht aus. Halt dich zurück mit deinem, meistens wie so, das ist wie unglaublich. Lobeshymnen und dann musst du mitten im Text aufhören. Aus. Auch Janne ist nicht dabei im Finale. Was sagt der Volksmund? Schwund ist überall, aber der ist ziemlich kräftig. Aber der hat viel Schwund im Moment. Ist schon fast zu extrem. Und jetzt Andreas Wiethelsl auch bei ihm. Ja, sicherlich nicht die Verhältnisse, die er mag. Auch beim Swieder muss man davon ausgehen, entweder gut oder gar nichts. Schaut mit Sicherheit auch ziemlich skeptisch hinter seiner Brille. Ist das Frau Swieder? Nee, ich glaube nicht. Ist er nicht. Nicht, dass wir hier jemanden verkuppeln. Das will. Wiethelsl, Hannawald, Marisch noch im ersten Durchgang. Die Ausgangsposition für Matti Hautamäki ist sensationell. Der hat 18 Punkte Vorsprung auf Martin Höllwart. Das ist eine Welt. Ja. Spesen, außer Spesen wenig gewesen. Boah, das ist schon fast zu brutal eigentlich, wenn man auch diese Sprünge dann kommentiert oder einfach zuschaut. Man will es ja selber nicht, dass sie so viel landen. Er hatte schon Glück, dass er nominiert wurde für die österreichische Mannschaft gestern. Und da hat er das mit seinen Sprüngen eigentlich auch versaubeutelt, die Österreicher auf dem vierten Platz. Nee, Dritter sind sie gewesen, ne?
Dritter, ja. Ja. Aber weiter nach vorn wäre sowieso nichts gegangen, selbst wenn Witthölzl gut gesprungen wäre, weil die Finnen und die Norweger zu gut gewesen sind. 111 Meter, lächerlich. Hoffentlich geht es den Menschen nicht wie den Leuten, ich glaube es aber nicht. Sven Hannawald wird, hoffe ich wenigstens, eine gute Leistung runterbringen. Ein Rekord ist jetzt nicht möglich, das ist ganz sicher. So immer wieder dieses Weiche, dieses Fliegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, schön! Bleib stehen, Sven Hannawald. Er ist ein Meister seines Faches. Es bleibt dabei. Ja, das ist wirklich nur anzumerken, ähnlich wie Hautamäki, da geht er einfach hoch und springt runter. Selbst wenn die anderen die 100 Meter Marke fast nicht schaffen, dann springt er einfach über die 200 rüber. 208 Meter jetzt für Sven Hannawald. Auch hier technisch ein perfekter Sprung. So, jetzt weiß natürlich Adam Malisch auch, was die Glocke geschlagen hat. Es geht ja, wie gesagt, um den Gesamtweltcup. Niemand von uns glaubt, dass Adam Malisch hier gravierend federn lässt. Aber wenn es so wäre und Hannawald wird am Ende Zweiter hinter Matti Hautamäki und der Pole, ja, der patzt richtig, dann ist für morgen noch alles offen. Aber nur dann, was den Gesamtweltcup angeht. Genau, dann ist auch mal alles offen, wenn Sven wirklich Zweiter werden wird und Adam nicht über den 14. hinaus käme, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, denn jetzt wird auch er noch runterzaubern. 6-7 Stunden haben sie in den Bussen gesessen, um hierher zu fahren, um ihr Idol Adam Malisch anzufeuern, der natürlich in eine Kategorie mit Matti Hautamäki anzusiedeln ist und trotz geringer Geschwindigkeit fliegt er weit, der Pole, er fliegt ganz weit, er fliegt sehr weit. Gibt's doch gar nicht, 203, 24 Meter. Das ist utopisch. Unglaublich. Der kommt vom Mars. Unglaublich. Der kommt vom Mars, Adam Malisch. Der ist deutlich weiter gewesen als der Flug von Matti Hautamäki. Deutlich weiter. Ich weiß nicht, wie er es macht. 224,5. Alles stöhnt über die niedrige Anfahrtgeschwindigkeit. Alles flucht über die Bedingungen. Und die Jury, Kompliment. Jungs, Kompliment an Hofer und Co. Ihr habt alles richtig gemacht. Der Beweis heißt Adam Malisch. Da bleibt dir die Spucke trocken. Ja, das kann man wirklich sagen. Da stellt er doch alle anderen in den Schatten. Aber der hat klar. Und ein Sprung kommt wie der andere. Da kann man gar nichts sagen. Wie Mr. Dynamit geht er von der Kante und hoch raus. Und trotzdem nimmt er die Geschwindigkeit mit. Wie er das alles macht, es ist mir ein Rätsel. Traumhafter Adam Malisch, gar keine Frage, das ist auch der Gesamtweltcup jetzt. Ja, und der Umschnitt hat es nicht ganz gepasst, denn aus Adam Malisch wurde jetzt wieder Sven Hannawald. Aber um die beiden geht es ja letztendlich auch im Weltcup, also dann war es nicht ganz so falsch, dieser Umschnitt. Ja, also Apollonisch freut sich auch für Sven, das will man ja auch so sehen, jawohl. Unglaublich. Mal schaut er Micky Hannawald und dann kommt eine ganze Ecke lang gar nichts. Eine ganze Ecke lang gar nichts. Die drei haben sozusagen ihre eigene Liga aufgemacht. Und die zweite Gruppe führt Höllwart an vor Benkovic, Harpoon, Lindström, Morgenstern. Aber die sind jetzt schon geschlagen. Keine Diskussion. Nur Malisch und Hautamäki, ja. Wahrscheinlich ist schon alles ziemlich klar. 14 Punkte Vorsprung Malisch auf Hautamäki und Sven Hannawald 21,3 Punkte zurück. Sicher kann im Fliegen mehr passieren als beim normalen Springen. Aber ich glaube, für den zweiten Durchgang ist das Fundament gegossen. Ich glaube auch, dass man das so sagen kann, denn der Adam Malisch hat momentan eine derart klassische Form, dass er nur einfach die Schublade aufmacht und holt diesen Sprung raus, den er braucht. Und ich würde schon mal sagen, diese 10 Meter, die er hier nochmal auf Matti Hautamäki draufgepackt hat, war doch nochmal eine Superlative zu etwas, was es normalerweise gar nicht mehr gibt. Adam Malisch hat ja seit der, oder mit Beginn der Weltmeisterschaft kein Springen mehr verloren. Zieht durch. Alles andere interessiert ihn nicht. Er macht sein Zeug, nicht die anderen. Alex Herr dabei, Roberto Cecon auch noch dabei, zum Glück. Ah ja, ah ja, das ist irgendwo schade. Das ist irgendwo schade.
Alan Albon, das war es dann wirklich. Aber schauen Sie sich, wer da alles rausgeflogen ist. Ahonen, Peterka, Kasai. Es war doch ein sehr, sehr brutaler erster Durchgang. Wiethölzel, mit spät musste man schon rechnen. Janda. Und das war es dann. Noch zwei. Freiholz und Messig. Das waren auch keine Überraschungen. Tief durchatmen. Pause in Planitza. Dass wir dann nochmal den Sprung sehen wir jetzt. Also 225. Das war ja vor den beiden Matti Hautamäki-Sprüngen, wie gesagt, Weltrekord. Und ist es sein erster Versuch. Oder ja, ja, aus dem Wertungsdurch. Und wenn einem eigentlich schon nichts mehr einfällt, was man noch sagen kann zur Geschwindigkeit oder zu den äußeren Verhältnissen, dann kommt Adam und zaubert einen aus der Kiste, dass man nur noch so staunt und man kann im Großen und Ganzen gar nichts mehr sagen. Und letztendlich ist das egal. Er hat Versuche gehabt mit 102 Stundenkilometer am Donnerstag zum Beispiel. Er hat Versuche mit 98 immer wieder diese Grenze 225. Also das ist wirklich unglaublich. Ich weiß, das ist ein bisschen paradox, ein bisschen widersprüchlich, wenn ein Matti Hautamäki hier zweimal Weltrekord fliegt. Aber der noch stärkere Flieger ist Adam Malisch. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und er hat ihm doch 10 Meter in diesem ersten Durchgang aufgebrummt. Denn 214 war der nächstweite mit Matti Hautamäki. Und da hat man schon gesagt, okay, das wird die Grenze sein im ersten Durchgang. Vielleicht annähernd so mit Adam Malisch. Denn da wusste man, mit seiner Form kann auch er in diese Regionen springen. Aber dass er nochmal 10 Meter draufpackt, das war doch mehr oder weniger eine Sensation. Aber da hat er wirklich gezeigt, was er kann. 10,5 Meter sogar. Und noch einmal, wenn Sie das also jetzt transferieren auf eine Großschanze oder auf eine Normalschanze, dann wissen Sie um die Überlegenheit des Adam Malisch. Denn alles, was über 200 Meter geht, das hört sich ja sowieso gewaltig an und ist gewaltig. 214 zu 224,5. Okay, aber das sind riesige Dimensionen. So, wieder Live-Bilder und die Startliste für den zweiten Durchgang. Wer sich später einschaltet, ja, da sind einige auf der Strecke geblieben, wie Kasai, wie Witthölzel, wie Peterka. Wen haben wir noch als Prominenten, Hans-Peter? Na gut, es sind auf jeden Fall einige gewesen, die es im ersten Durchgang gefischt hat. Und der zweite Durchgang wird Stensrud beginnen, auch für ihn der 30. Rang nach dem ersten Durchgang. Nicht unbedingt das, was er leisten kann, aber so war es eben in diesem ersten Versuch mit der extrem niedrigen Geschwindigkeit. Aber dennoch, man braucht auf die Geschwindigkeit nicht rumreiten, man hat es gesehen, was möglich ist. Auch der Name Janne Ahonen fehlt. Janne Ahonen, genau. Das Planitzer Bild, warten auf den zweiten Durchgang, warten auf Henning Stensrud. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, daheim, der zweite Durchgang Weltcup, der vorletzte Weltcup der Saison in Planitza. Wiederum sehr, sehr gute Bedingungen, immer noch, auch wenn der Wind langsam, aber stetig stärker wird. Aber wenn er gleichmäßig weht, dann ist das nicht das Problem. Warten also auf den zweiten Durchgang und es ist eine brutale Vorführung gewesen, die Adam Malisch und dann Matti Hautamäki und dann in Abstufung Sven Hannawald der Konkurrenz gegeben haben. Denn Hannawald 208, Hautamäki 214, Malisch 224,5 Meter und dann der Rest des Feldes keine 200 Meter. Warum es so wenig 200er im ersten Durchgang gegeben hat, das haben wir Ihnen gesagt, weil ganz einfach die Anlauflänge sehr, sehr gering, sehr bescheiden war und nur die Großmeister des Fliegens haben eben was daraus gemacht. Und das wird jetzt im zweiten Durchgang, Hans-Peter, nicht viel anders aussehen. Henning Stensrud eröffnet. Genau, sicherlich nicht. Wir hatten zwar einen Balken verlängert, also nochmal einen halben Meter ungefähr, aber der Anlauf wird weicher werden. Das weiß man von gestern. Man sieht es auch an der Geschwindigkeit. Es ändert sich eigentlich nichts, aber besser Stensrud wie im ersten Durchgang.
Wenn das der Standard ist für den zweiten Durchgang, dann Prostmahlzeit. Dann geht es hier nochmal richtig zur Sache. Und jetzt kann man ja nicht mehr beliebig wechseln. Das heißt, wenn man im Gegensatz zur Probe, da hätte man gesagt, okay, nach 203 Metern schon von Stensrud, vorsichtig, da gehen wir nochmal eine Luke zurück, das ist jetzt nicht drin. Wenn abgebrochen wird, dann nochmal von vorn, dann müsste auch Stensrud nochmal fliegen. Aber er, der Henning, hat ja auch nachgewiesen während dieser Tage, dass er normalerweise für 200 Meter gut ist. Diese 164 und gestern der eine Sprung waren ja eigentlich nur die Ausraster. Genau. Schön auch für Michael Möllinger, dass er in diesem Finale mit dabei ist. Auch er, wie gesagt, ist ja Profi-Skispringer. Versucht also sein Geld über das Skispringen zu verdienen und auch ganz fest mit bei der Sache, trainiert eifrig. Also der 22-Jährige aus Hinterzarten. Kann er die Chance nutzen für den zweiten Durchgang? Er kann, würde ich schon als guten Wettkampf für den Michael einstufen, denn da ging es ja erst einmal darum, über die Qualifikation zu kommen, dann sich zu qualifizieren für den zweiten Durchgang, und das hat er auch getan mit der Steigerung auf 179 Meter. Also ich glaube nicht, dass er hier unzufrieden sein wird, denn das war ein guter Wettkampf, Michi. Als nächster Rock Urbans, also der hat den gleichen Vornamen wie Rock Benkovic und ist auch der gleiche Jahrgang, also auch er bei den Junioren-Weltmeisterschaften erfolgreich. Nur von diesem Slowenen spricht man eigentlich kaum. Jetzt wird er ins Bild gesetzt, währenddessen Rock Benkovic schon ganz andere Schlagzeilen gemacht hat. Aber man sieht eben auch daran, dass die jungen Slowenen auf dem Sprung stehen. Nicht ganz so wie die Österreicher, aber auch hier mit Benkovic und ihm sind es junge Burschen, die wir in Deutschland händeringend suchen, die es aber so leider nicht gibt. Ja, und schau, auch wie dieser junge Mann, also Rock Urbans, sich hier durchsetzt. Er ist zwar nicht zufrieden, logischerweise, denn er hat schon weitere Flüge gehabt, aber du hast es angesprochen, genau das ist es, was man in unserem Skiverband eben bräuchte. Die Juniorenmannschaft, die ansteht und sagt, also wir sind da, wenn wir gebraucht werden, aber das fehlt eben im Moment. Und 162,5, also auch für ihn würde ich doch als guten Wettkampf einstufen, da muss er zufrieden sein, auch für ihn die Lernphase mehr oder weniger. Der nächste Slowene ist ein Erfahrener, das ist der 24-jährige Peter Jonta, der oben steht. Und für ihn war es natürlich besonders betrüblich, dass er gerade auf der Schanze in Predazzo, wo er vermutlich am stärksten sein müsste, nämlich auf der Normalschanze, nicht eingesetzt worden ist. Da hat er zugeschaut und das hat sich eigentlich dann so ausgewirkt, dass er mit gebremstem Schaum die nächsten Wettkämpfe gesprungen ist. Das Selbstbewusstsein war irgendwo weg, war zum Teufel. Ohnehin war er im ganzen Verlauf der Saison eher ein Wackelkandidat. Also Top-Platzierungen unter den besten 10 oder 15, die waren doch nicht so häufig. Man hat schon gedacht am Anfang der Saison, dass er sich gefangen hat und dass er auch mit zu den Besten gehört. Jetzt sehen wir, während Höllwart hier nach oben geht, ob am Anlauf was getan wird oder ob es wirklich der Wind ist, ja, der dafür mal gesorgt hat. Ich schau mal auf den Windsack dort oben. Etwa bei 100 Metern haben wir ganz leichten Rückenwind. Ganz leichten Rückenwind, und das ist natürlich nie was Feines. Völlig klar. Peter Jonta, der 97 Junioren Weltmeister im Team war, also jeder Slowene, der irgendwo im Weltcup was zu sagen hat, der war im Juniorenbereich auch auf dem Podest. Das ist hier ganz harmonisch, was über die Bühne geht. Ja, das ist überhaupt nicht harmonisch, das war ganz, ganz schlecht. Und Jonta in seiner Form mit den momentanen Bedingungen kann nicht allzu viel anfangen. Das ist wirklich verhext. Hier unten, Hans-Peter, im Auslauf, da hat man Aufwind. Aber dieser Aufwind kommt für die Springer gar nicht mehr zum Tragen, die nicht weit genug kommen. Also da kann man erst davon profitieren, wenn man jenseits der 170 Meter fliegt. Und das schaffen diejenigen nicht, die jetzt dort oben weggehen. Und das ist ihr Problem. Ja, und das ist auch der Unterschied. Denn die ganz Guten, die wissen es. Und sie bleiben eben zu und ziehen einfach gnadenlos durch, damit sie eben in diese Region kommen, wo der Aufwind dann zum Greifen beginnt. Alle anderen warten förmlich, was mit ihnen passiert. Und dann hat man natürlich keine Chance. Und das ist eben der größte Unterschied.
Roberto Checon, 16 Mal auf dem Podium, 6 Weltcupsiege. Jawohl, Roberto. So, und damit hat er sich noch mal für morgen empfohlen. Ein Roberto Checon, der lässt sich einfach nicht hängen. Und er weiß, was er seinen Fans schuldig ist. Und vielleicht wissen es so viele gar nicht, dass wirklich Schluss ist. Denn normalerweise hätte ich schon mal ein paar Transparente gesehen. Danke, Roberto, oder ciao, Roberto. Denn das hat er sich redlich verdient. Gut, es ist eigentlich auch erst in den letzten 2 Wochen wirklich rausgekommen, dass er definitiv aufhören will. Bisher war es immer ein bisschen in der Schwebe. Ja. Alex, zu ihm haben wir alles gesagt. Wenn wir uns revidieren müssen, tun wir das sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber der Alex aus diesem Winter, der hat keine Perspektive. Das ist leider so. Er muss sich versuchen, im Sommer neu aufzubauen. Und muss auf sich aufmerksam machen. Er muss die Trainer überzeugen. Sich selbst und die Trainer. Ja, das wird er sicherlich tun. Und ich denke auch mit diesem Sprung hier. Nee, nicht. Hat nicht so schlecht ausgeschaut. Vom Tisch habe ich eigentlich gedacht, dass er weitergeht. Aber er packt es einfach da nicht weiterzumachen. Und um den Gedanken aufzugreifen von dir. Hans-Peter denkt, Gott lenkt. Genau. Und es ist mehr oder weniger auch die Nachbarschaft, die einem vielleicht dazu verleitet zu denken, oh, endlich geht es jetzt nach vorne, man möchte ihm ja schier helfen. Aber ich denke schon, dass er zusammen mit seinem Vater, mit Hans-Paul Herr, dann im Sommer wieder neu beginnen werden. So, und nun geht's hoch zu Akseli Kokkonen. Das sind seine Füße, das ist sein Material und jetzt sein Sprung. Henning Stensrud als erster hatte einiges angedeutet, aber dieser Federhandschuh ist von den anderen bislang nicht aufgenommen worden. Kann es Akseli Kokkonen? Er kann es nicht. Nee, kann es eigentlich nicht, denn Stensrud hat in seinem zweiten Durchgang nur das getan, was er momentan auch leisten kann. Und das sind die 203 Meter. Im ersten ist er wunderwert geschlagen worden mit seinen 164, aber alle anderen springen ganz normal ihren zweiten Durchgang, genauso wie im ersten. Und deshalb macht Stensrud auch einige Plätze gut jetzt im Moment. Dafür Wasja Bajc, den Haustrainer, den Heimtrainer von Kasiosi Funaki, dafür den Slowenen in Holland ja Endstation ist, weiß sie auch nicht, wie es weitergeht. Kasiosi Funaki, der ist zwar kein Bettler, der hat in seiner Laufbahn auch ein bisschen was verdient. Der hat ja auch eine eigene Firma. Ob er sich das leisten kann, was er bald dann allein zu bezahlen, weiß ich nicht. Auch hier werden die nächsten Monate ein bisschen Aufschluss geben. Ich persönlich glaube, dass Funaki, der jetzt seinen besten Sprung hier zeigt während dieser Tage, ich glaube, dass Funaki auch ein bisschen frisches Blut gebrauchen könnte, was Vorstellungen eines Trainers angeht. Das ist durchaus möglich, denn die Beziehung ist doch ziemlich innig und es ist sowohl im privaten als auch im beruflichen Sinne noch eine ganz enge Verbindung zwischen diesen beiden. Und Wasja Bajc hat vorher noch gesagt, sie sind jetzt momentan auch am Verhandeln vielleicht, dass die Schweden sogar ihn hauptamtlich einstellen wollen. Ich weiß noch nicht, wie die das bezahlen wollen. Das ist die Frage. Ja, damit ist überhaupt nichts gegen Wasja Bajc persönlich gesagt, aber es, wenn man zu lange mit einem zusammenarbeitet, dann ist das eingeschliffen, dann fehlen die Impulse und gerade Funaki braucht so etwas, denke ich. Glyn Jones. Ja, Glyn Jones denkt immer wieder an den Sommer zurück in Hinterzarten, in Courchevel, in Lahti bei den Sommer Grand Prix. Da war er immer mit auf dem Treppchen und jetzt hat er es geschafft, wenigstens zum Schluss der Saison an diesem Wochenende jetzt seine Sprünge wieder halbwegs nach unten zu bringen. Und ich denke, mit diesem Gefühl wird er wieder in den Sommer gehen und wird er auch wieder zurückkommen. Das hat Hans-Peter fast meine Funktion übernommen. Habe ich. Hast du. Aber dann lassen wir das mal so stehen. 189,5 für Clint Jones. Stefan Turnbichler ist der Nächste. Der, ich weiß nicht, ob er sein Pulver schon oder ob das jetzt nass geworden ist. Die letzten beiden Sprünge waren nicht mehr ganz von dieser Qualität. Ist er ein bisschen müde geworden, vor allen Dingen mental nach dem 224 Meter Flug? Das ist die Frage. Oder kann er sich nochmal im Riemen reißen?
Nein, auch der war wieder deutlich kürzer. Stefan Thurnbichler, der ja einen Martin Höver zum Beispiel aus der österreichischen Mannschaft von gestern geworfen hatte. Der 19-jährige Liegel in der Mannschaft, Morgenstern in der Mannschaft, er in der Mannschaft. Lediglich Liegel schon 20, die anderen 18 und 19. Die Österreicher machen genau das, was sie auch tun müssen. Sie setzen auf diese Burschen. Ja, das tun sie auch wirklich richtig. Und auch Thurnbichler, sicherlich hängt es auch mit der Psyche. Die geht eben nach zwei, drei Tagen schon ein bisschen in den Keller. Aber er hat jetzt auch eine andere Erwartung nach seinen 224 Meter. Da will er immer wieder hin. Und deshalb vielleicht auch immer die Reaktion unten, wenn er rausfährt. Das ist der Stand der Dinge. Es geht in Kürze weiter mit Roar Jokelsøy, das ist ein Vorspringer. Das heißt, im Finaldurchgang sind 10 Springer unten. Und dann gibt es, so sieht es das Reglement vor, eine ganz kurze Pause. Die ist im Prinzip nicht nötig, nicht angezeigt, aber sie wird gemacht. Und manchmal können solche kurzen Pausen sich dann auch negativ auswirken. Das weiß man nie so genau. Ich erinnere nur an Oslo, wo man auch ein bisschen bummelte und dann den zweiten Durchgang nicht mehr runtergebracht hat. Und derjenige, der am meisten geschädigt war in Oslo, das war ja Sven Hannawald, wie Sie wissen. Roar Jokelsøy. Jetzt geht es also weiter mit dem Norweger, der mit 183 Metern im ersten Durchgang auch ein wenig zurückgeblieben ist im Vergleich zu dem, was er hier in Serie angeboten hat. Ja, auch er muss ziemlich locker vom Schanzentisch kommen, dann sieht man auch, öffnet sich das V ganz korrekt. Besser, aber lange nicht das, was wir auch im Training gesehen haben, kommt unten dann auch nicht richtig über den Ski drüber, deswegen verliert er auch an Geschwindigkeit und deswegen auch nicht die große Weite, die er eigentlich springen könnte. Hans-Peter, manche öffnen ziemlich abrupt zum V, nachdem sie vom Tisch weggehen. Bei ihm fällt auf, dass er das sehr harmonisch macht. Das hat sicher nur Auswirkungen, das ist ganz einfach auf die Anatomie des Springers auch zugeschnitten. Ja, es ist einfach die Anatomie, wie du eben gesagt hast, und auch das Gefühl an sich. Man kann eben die einzelnen Springer nicht miteinander vergleichen. Jeder muss seine eigene Technik durchspringen. Romören, jawohl, Aufwind wäre natürlich jetzt die beste Sache, was passieren könnte. Woher nehmen und nicht stehlen? Na, der ist gut drauf. Der ist gut drauf. So nach dem Motto, mir kann keiner. Alex Herr sagt, ich habe mein eigenes Bärtchen. Ich möchte nicht mit dem von Romören verglichen werden. Aber es ist so die gleiche Stutzart. Ne? Auf jeden Fall in diese Richtung geht's. Jetzt auch die Pausen werden jetzt immer wieder ein bisschen länger. Ist normal, man kann die Uhr danach stellen, wenn hier in Planitzer der Mittagswind kommt. Deshalb hat man ja schon um 9 begonnen. Aber dennoch auch oben über dem Vorbau ziemlich ruhig. Er, nachdem er schon erst sechs Monate in Norwegen war, ist er schon Trainer des Jahres geworden. Also er ist ein Messias. Man hat ihn ganz einfach bewundert und er hat eine Aura, eine Ausstrahlung. Die Springer haben das aufgenommen. Ich habe hier auch Ludwig Seitz gesprochen, der ja nach wie vor in Norwegen arbeitet. Und der sagt ja, so ist das Leben. Ich weiß eigentlich auch, was ich gemacht habe, aber es hat nicht funktioniert. Und dann kam Mika und alles ging auf einmal wie von selbst. Ja, die Springer sind mehr oder weniger dieselben geblieben. Aber sie haben sich eben unter Mika Kojunkoski mehr entwickelt und auch Romören. Schade jetzt in diesem zweiten Durchgang. Zwar ähnlich weit wie im ersten Versuch mit 185 vor 183. Aber auch bei ihm sieht man letztendlich, der letzte Druck ist jetzt auch bei ihm ein bisschen weg. Seine beiden schwächsten Sprünge während dieser Tage. Ich bin gar nicht mal sicher, ob das nun der Trend ist. Das kann morgen schon wieder anders aussehen. Aber die Gerichte, die absolute Spannkraft, die haben eben nur noch wenige. Das ist wirklich so. Zu den wenigen gehören eben Matti Hautamäki und
gehört eben auch Adam Malisch. Und Sven Hannawald, der hat ja ein paar Sprünge weniger in den Knochen, der ist ja erst am Donnerstagabend angereist. Wen haben wir denn jetzt? Matura. Jan Matura, genau, auf dem Weg vielleicht zu seinem besten Ergebnis überhaupt in einem Weltcup. Hm. Ja, was war denn das Beste? Was war denn das Beste? 27 bei der WM oder so in dieser Richtung. 20. Super. Damit war er bester Tscheche. Richtig. Und jetzt ist er 10. Schade. Ich glaube, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, das denke ich doch auch. Aber auch für ihn ist es eine wichtige Erfahrung, hier in Planitzheim mit dabei zu sein, das Skifliegen zu lernen, um auch für die nächste Saison weiterzumachen. Der Adam Malisch ist jetzt hier hochgestiegen, hochgewandert, wie Sven Hannawald vor einem Jahr in Bischofshofen vor dem letzten Sprung. Sie wissen ja, als er alles gewonnen hat. Ja, das könnte bei Adam in diesem Jahr ähnlich sein. Anders. Bardal, springt er anders als im ersten Durchgang? Das ist die Frage. Springt er weiter als im ersten Durchgang? Ich fürchte nicht. Also glaube ich eher auch nicht. Er ist trotzdem anders gesprungen. Ja, aber im ersten Durchgang hatte er noch den Vorteil, da war einfach die Anlaufgeschwindigkeit noch ein bisschen höher, weil der Anlauf nicht so weich war. Und sein Stil auch zufolge kann er nicht ganz weit springen, denn da steht er einfach zu gerade in der Luft. 140 Meter ist dann auch die Antwort dafür. Deutlich kürzer also. Christian Nagila. Die Österreicher, die wieder einmal mehr mit den Finnen das Gros der Springer in den zweiten Durchgang gebracht haben. Nagila, zwei Weltcupsiege, einen im Einzel, einen mit der Mannschaft in Oslo. Sprang ja auch ganz befreit eigentlich in Japan, deswegen denke ich mal, hat es dann auch geklappt mit seinem Sieg. So frei und locker springt er eigentlich im Moment nicht mehr. Ja, dieser Christian Nagila war mal in der Saison 99-2000 als blutjunger Bursche, in Bischofshofen und in Engelberg dabei, aber dann verschwand er wieder von der Bildfläche und erst in diesem Winter, da hatte er bis Bischofshofen auch Sendepause und da kam er in der Qualifikation sogar einer der Besten, dann nicht im zweiten Durchgang, in Liberec war er nicht dabei, aber dann Zakopane, schon 5. In Japan hatte er den eigentlichen Durchbruch mit den Plätzen 1, 2 und 5. Auch in Bad Mittendorf beim Fliegen, beim ersten Fliegen in der Saison, zweimal unter den Top 10. Dann, wie es eigentlich irgendwie Hans-Peter normal ist, das geht bei den Jungen einfach nicht so nahtlos weiter. Da kommt mal ein Tief, da müssen sie durch. Aber wer das am besten kann, wer das am besten beherrscht, der ist dann auf dem Weg ganz nach oben. Man muss im Skispringen und im Fliegen auch mit Nackenschlägen fertig werden. Ja, das ist richtig. Und genau diese Personen sind es dann auch, die später dann die ganz Großen werden. Ein Adam Malisch war auch ziemlich lange wieder verschwunden nach seinem guten Jahr 1996. Und man sieht, was heute aus ihm geworden ist. Vorbildlich kann man nur sagen. Und Nagila oder auch die ganzen anderen Österreicher ist normalerweise so, dass sie zum Wettkampf kommen, ohne groß irgendwas ausrichten wollen. Und dann springen sie einfach ihre Sache durch und irgendwann gibt es dann Anhaltspunkte, an denen sie sich auch selber messen. Und so geht es auch dem Christian. Jetzt schauen wir, 187,5 im ersten. Mm. 180, 182 etwa für Nagila. Und die Stärke, die er zum Beispiel bei seinem Weltcupsieg in Japan ausgespielt hat, das war den Druck mitnehmen aus den Beinen, konsequent aufzustehen übers Knie. Und das ist momentan nicht mehr der Fall bei ihm. Da versucht er viel zu viel mit dem Oberkörper zu machen.
Und deshalb geht auch der Druck verloren nach unten, zwar immer noch 180,5 Meter, aber wenn man eben die Erfolge vergleicht, die er in diesem Winter schon feiern konnte, dann sind eben diese 180 zu wenig. Er muss die Ehre Nippons aufrechterhalten, denn Kasai ist ja wie gesagt draußen. Von den anderen wollen wir nicht reden. Funaki kann das nicht und Teppei ist ganz, ganz weit weg. Also Hidearu Miyahira, immer einer der langsamsten, aber macht aus wenig sehr, sehr viel. Jetzt ist er gar nicht so weit hinterher, hinter der Anlaufgeschwindigkeit der Besten. Und siehe da, es wird auch wieder mit einem sehr, sehr schönen Sprung belohnt. Hidearu Miyahira. Genau, und immer wenn das Planica eben durch das Bild geht, dann wissen wir, er war über 200 und das auch 203,5. Wie gesagt, schon im ersten Durchgang, wie auch gestern schon gesagt, zu seinen Springen selber gibt es im Großen und Ganzen nichts zu sagen. Perfekt in der Ausführung, das sieht man auch immer wieder an den Noten, 19,5, da sind sie sich einig. 203,5 Meter und dabei war ja die Weltmeisterschaft, die war sogar ein bisschen in Gefahr, das wussten die meisten nicht, denn er hatte sich beim Krafttraining in Hakuba einen Rückennerv eingeklemmt, aber zum Glück ist das dann alles noch repariert worden. Florian Liegel, der Sturzmeister der Weltmeisterschaften. Hat sich aber dennoch ganz gut erholt wieder von diesen beiden Stürzen. Ja. Und warum ist er gestürzt? Adam. Weil er wirklich für Österreich absolut das Maximum herausholen wollte, auch in der Mannschaft. Der lange Florian aus Innsbruck. Aber es passt einfach nicht. Nein, es passt nicht. Es passt nicht. Da muss man einfach auf dem Teppich bleiben. Das ist nicht mehr der Liegel, der es noch vor 4 Wochen gewesen ist. Aber schon in Oslo hatte mir gesagt, ich kann es nicht leugnen. Ich bin ein bisschen müde, mental und physisch. Und wer das nicht nachvollziehen kann, der versteht schlichtweg nichts von der Angelegenheit. Das ist nicht so wie bei einem Schalter, den man einfach einschaltet und dann brennt die Birne. Und die brennt dann so lange, bis man wieder ausschaltet. So geht es einfach nicht. Oder dass man jemanden an die Steckdose anschließen kann, wird so nichts. Sondern die Schwankungen sind ganz normal. Ja, das ist ja wirklich so, dass die jungen Österreicher sehr zugeschlagen haben in dieser Saison. Sie haben ja ein komplettes Team fast ausgewechselt und jetzt Duffy. Christoph Dufner 193,5 im ersten Durchgang. Wieder ist er nicht der Schnellste und damit ist er auch nicht der Weiteste. Nein. Okay, wir betrachten alles separat. Im Vergleich zu dem, was er gestern im Teamspringen abgeliefert hat, war das ja heute schon wieder Gold, was glänzt. Aber er sollte sich nicht darauf ausruhen. So gut Duffy war es auch wiederum nicht. Ja, ich denke auch, dass er ganz genau weiß, seine Leistung einzuschätzen. Und der zweite war wirklich nicht so gut wie im ersten Durchgang. Da wollte er wieder zu viel reinsetzen. Und das ist auch der oder sein Problem eigentlich gewesen im ganzen Winter. Denn im Training oder oft in der Quali hat er gute Sprünge gezeigt, aber im Wettkampf ging es oft daneben. Simon Ammann, manche sagen, wieso kam denn der nun so blitzartig 2002 in Salt Lake City? Vielleicht hat man mit ihm auch in den ganz jungen Jahren nicht so richtig gearbeitet, hat ihn durch die Tournee gehetzt, obwohl er keine Leistung brachte und so weiter und so weiter. Jetzt ist das ein bisschen anders beim Simon Ammann. Jetzt bestimmt er auch die Preise mit in Absprache mit Bernie Schödler. Ist kein ganz einfacher Typ. Joachim Winterlich weiß das, Jochen Dalleberg weiß das auch. Simi, also der kann schon die Zähne zeigen. Ja, und das ist eigentlich auch gut so, denn wenn ich Spitzensportler sein will und muss dann auch alles klären, was dann in Folge auf einem zukommt, dann muss ich mich schon zu wehren wissen und das weiß der Simi. Aber er ist eben letztes Jahr ohne Erwartungsdruck zu den Olympischen Spielen gefahren und was rauskam, das haben wir dann auch gesehen. Im Moment Miyahira vor Funaki, Thurnbichler und Ammann. Tami. Immer wieder gewaltige Höhe von Kyuru. Sehr schön. Aufgestockt. 190,5 im ersten. Das war ein Stückchen weiter. Jawohl, über 200 Meter dieser Versuch. Und das sind ja auch die beiden, die man von ihm sehen will. Und man sieht jetzt hier in der Wiederholung, gehen die Knie ein bisschen zusammen, fast zum X. Und deshalb muss er auch ein wenig warten im ersten Drittel, aber kann dann sauber weitermachen.
und deshalb auch die Weite über die 200 Meter. Wenn alles einigermaßen glatt geht, kommt er auch auf seine Leistung, was ihn nervt, wenn er dort oben auf den Balken sitzt und warten muss. Das ist bei einer, auf einer Normalschanze schon schlimm oder auf einer Großschanze. Und hier ist es für jemanden, der das nicht mag, ja, das ist fast tödlich. Tamikiro geht an die zweite Position hinter Miyahira. Das war der fünfte 200er am heutigen Wettkampftag. Immer noch wenig im Vergleich zu dem, was wir in der Probe gesehen haben oder gestern oder in der Qualifikation. 10 Springer stehen noch oben und der Reigen der besten 10 wird dann durch Michael Uhrmann eröffnet, ohne dass einer von denen, die jetzt kommen, auch die Spur einer Chance hätte, da vielleicht noch etwas aufzurollen, um auf das Treppchen zu springen. Das wird nicht gelingen. Christoph Dufner, eines ist sicher im Vergleich zu Lahti wieder eine deutliche Steigerung. Aber das war auch kein Spaß, denn in Lahti hat er souverän den letzten Platz beim zweiten Springen belegt. Alex Herr im Moment 14, das wird also Weltcup-Punkte geben, aber anfangen kann der gute Alex damit auch herzlich wenig. Wieder ein Vorspringer, wie das so Usus ist, der heruntergelassen wird. Hans-Peter hat sich aus gutem Grund auch mal mit den Vorspringern beschäftigt. Da waren ja einige Kombinierer dabei, wie Christian Hammer, der, glaube ich, hier auch eine persönliche Bestweite geflogen ist. 194, muss man erwähnen. Ronny Ackermann hatte mit dem Gedanken gespielt, aber der war schon ein bisschen weiter gedient. Er sagt, ich bin so gut auf der Schanze, nehmt mich doch in die Mannschaft auf. Reinhard Hess wollte das nicht, aus welchen Gründen auch immer. So nach dem Motto Standesdünkel oder was weiß ich. Die Langläufer akzeptieren auch die Biathleten nicht. Also Ronny Ackermann hat eine Absage bekommen und hat gesagt, okay, einfach als Testpilot komme ich auch nicht nach Planitzer, dann lasse ich es sein. Die letzten 10. Michael Uhrmann beginnt. Und jetzt hat er grünes Licht. Ja, ich hoffe, dass er wenigstens den Versuch aus dem ersten Durchgang wiederholen kann. Das waren 191 Meter. Na. Also wird im Bereich auf jeden Fall, war sogar noch weiter wie im ersten Durchgang. Sprang jetzt auch wesentlich besser als gestern in der Mannschaft. Da hat man immer gedacht, er bleibt oben hängen am Vorbau. 194,5. Aber leider auch nicht ganz das, was der Michi Uhrmann eigentlich zeigen kann. Und auch er signalisiert es eigentlich mit seinen Gestiken und mit seinen Bewegungen unten. Da kommt er nicht richtig über den Ski und das fehlt unten. Körpersprache. Wie gesagt, die Preise werden an der Spitze bestimmt. Genau. Nicolas Dessume. Der war auch schon lange nicht mehr so weit vorne. Vorgestern waren die französischen Kommentatorenkollegen mit Chedal und ihm essen. Denn die Franzosen hatten ja gestern frei. Nee, schade. Wirklich guter erster Versuch. Aber jetzt mit der Brechstange funktioniert überhaupt nichts. Da wollte er noch einmal die Arme dazu nehmen. Beim Absprung hat zu früh begonnen. Deshalb auch das Timing absolut nicht gestimmt. Wie im Flatterhemd ist er dort durch die Luft gewedelt. 33 Meter. Schade, wie gewonnen, so zerronnen. Fällt er weit, weit zurück. Thomas Morgenstern. Er war ganz bestimmt nicht nur ein Morgenstern in dieser Saison, sondern er war ein Dauerglüher, ein Dauerbrenner mit dem Gewinn beider Junioren-Weltmeistertitel und seinen wirklich sauberen Vorstellungen im Weltcup. Er ist ja der jüngste dieser jungen Österreicher. Ja, und auch dieser ist gut, wenn auch nicht spitze. Beißt sich in der erweiterten Weltspitze auf jeden Fall fest.
ist in Predazzo bei den ersten beiden Entscheidungen der Weltmeisterschaft nicht eingesetzt worden, aber dann von der Normalschanze 16. und warten auf den entscheidenden Sprung. Also Morgenstern ist im Moment 4. Immer noch ist Miyahira vorn und das ist überhaupt kein Wunder, denn diese Weite von ihm, diese 203,5 Meter, die haben ihn vom 16. Platz jetzt schon auf den 7. katapultiert. Ja, wenn alles normal geht, müsste eigentlich er jetzt dann die Spitze übernehmen. Veli-Matti Lindström, was er gebracht hat in den letzten Tagen, das wissen wir. Er hat den weitesten Sprung überhaupt hier gezeigt, nicht gestanden, 232,5 Meter. Nikunen kann nur reagieren, er bekommt das Signal von Tepes, dem Mann, der die Schanze freigibt oder nicht, und dann sind es diese 5 Sekunden. Ob dann der Trainer noch winkt oder nicht winkt, es ist mehr eine psychologische Angelegenheit. Der Springer sollte sich nach dem Licht richten. In Oslo war das noch ganz anders. Da sind sie eigentlich nach Gehör gesprungen, weil man so gut wie gar nichts gesehen hat. Selbst das rote oder grüne Licht, gelbe Licht am Schanzentisch war nur diffus auszumachen. Ja, aber es ist schon was Besonderes, gerade auch in Oslo, wenn man dann den Trainer nicht sieht, oder du hast es angesprochen, eben die Konstellation Athlet zum Trainer. Es ist doch noch das letzte Psychische, was man braucht, denn wenn der Trainer dann den Arm senkt, dann weiß man, jetzt ist es in Ordnung. Selbst wenn der Trainer nicht dastehen würde, wären es die gleichen Verhältnisse, aber der Athlet ist einfach beruhigt und geht viel besser in die Spur. Andi Kofler hat das in Meisterschaft demonstriert. Der hat gewartet, Anuli Pisto die Fahne senkt und in Willingen, hat er schon rot gehabt. War disqualifiziert. Genau, musste mit dem Lift wieder runterfahren. Also da sind die Bräuche doch ziemlich hart und das ist auch gut so. Dazu gibt es die Regeln. Die Polen warten auf ihren Adam. Diese Verzögerung ist jetzt, wie gesagt, wieder ganz normal. Das gehört ganz einfach dazu hier in Planica, dieses Areal. Ist ja schon 1931 entstanden, ein kleines Sportzentrum. Zuerst eine 70, 80 Meter Schanze und ging das peu à peu weiter. Den ersten internationalen Wettkampf hat ein gewisser Bürger Röth aus Norwegen gewonnen. Das war alles noch eine Atmosphäre, da saßen alle an einem großen Tisch und dann wurden Anekdoten erzählt und da wurden Sprünge ausgewertet. Und die 100 Meter waren damals ja noch ein Traum. 18 Jahre war Sepp Bradl alt, als er hier als erster 100 Meter geflogen ist. Und dann wurden die Schanzen wieder umgebaut, immer weiter. Fritz Schannen zum Beispiel hatte dann 120 Meter erreicht, der Schweizer. Und so ging das peu à peu. 1969 wieder ein neues Kapitel, als die moderne, die große Flugschanze gebaut wurde. Jiří Raška, den Sie auch noch gut kennen, die älteren 165 Meter. Nein, Manfred Wolf war das dann, der anschließend 165 Meter sprang. Und so ging es peu à peu weiter in die Regionen, die wir jetzt zu verzeichnen haben. Daniela Iraschko, mittlerweile die erste Frau, die auch über 200 Meter gesegelt ist. Es kennt und es gibt keine Grenzen, keine Marken, die festgezurrt sind. Goldberger, der erste über 200 Meter. Toni Nieminen, der erste Weltrekordmann, dann über 200 Meter, 203 Meter gestanden. Ja, ja. Vorspringer. Also es war ein Vorspringer, denn man hat jetzt doch eine längere Pause machen müssen, des Windes wegen. Und dann haben die Springer, die noch oben sind, wie zum Beispiel letzte Nächte Veli-Matti Lindström, schon Anrecht auf einen Vorspringer, obwohl sich eigentlich vom Anlauf und von den Bedingungen nichts geändert hat. Ich will das schnell noch weiterführen.
nach Nieminen, Espen Bredesen 209, 210 Meter, Lasse Ottesen 212, Martin Schmidt 214,5, Inge Brixen 219,5, Thomas Hörl, wo ist er geblieben, 224,5, Goldberger 225, den Rest kennen Sie, und er, wie gesagt, 232,5, aber gerodelt, und jetzt, ah ja, der steht noch gut in der Luft, der ist noch gut. Sauber, oh nein. Immer wieder auf das Schlimme, wieder auf den Hintern, wieder auf den Steiß, der sowieso schon brummt. Aber Achtung Leute, Signal, ich bin okay, das ist das Wichtigste. 216,5. Und hier würde ich sagen, mein lieber Veli Matti, Leichtsinnsfehler. Das auf jeden Fall, ich denke schon, dass es mittlerweile jetzt schon an die Konzentration auch geht von diesen Athleten, denn es sind allesamt hervorragende Sprünge, die Veli Matti Lindström hier nach unten gezaubert hat. Jetzt wieder 216,5 Meter. So, du sollst den Zuschauern jetzt sagen, weshalb er gestürzt ist. Also, das versuchen wir auch zu rekonstruieren in dieser Wiederholung. Ja, da ist er eigentlich nur auf das linke Bein, also einseitig aufgesprungen. Genauso wie es manchmal passiert, dass man einseitig wegspringt. Jetzt das ganze Gewicht auf einem Fuß. Und das kann er dann bei dieser Geschwindigkeit eben nicht mehr halten. Aber im Großen und Ganzen liegt es schon an der Konzentration selber, dass man diesen Sprung dann eben nicht stehen kann. Nur, das ist eben so im Fliegen, da kann man sich zuweilen sogar einen Sturz leisten, wenn man so weit runter geht, 216,5. Er übernimmt trotzdem die Führung vor Hideharu Miyahira. Janne Apponen, der nächste Finne. Oh, schade. Kann man eigentlich auch nur hier sagen bei Apponen, da ist der ganze Druck nach hinten verpufft. Auch er wollte es seinem Landsmann gleich tun. Über 200 Meter fliegen, wenn möglich, den 196,5 waren sie im ersten Durchgang. Knie zurückgeschlagen, ganze Druck nach hinten, wie gesagt, ausgewichen. Und 110 ist letztendlich das Ergebnis. Also ab nach hinten. In diesem Kreis, in diesem erlauchten Kreis der besten 10 sind ja mit Desym, mit Happonen, mit Benkovic Springer, die dort nicht unbedingt ihre Plätze gepachtet haben. Aber auch Benkovic, das wissen wir, der wird immer besser, ob er schon diesen Standard der Gleichmäßigkeit hat, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er der beste Slowene. Also bei ihm muss man sicherlich auch abwarten, was er in der nächsten Saison bringt, denn dann geht es darum, die Leistungen zu bestätigen. Im Moment auch für ihn ein Sprung wie der andere, wobei das eigentlich mit der schlechteste noch war. Und jetzt wieder ganz links rüber. Ja, das ist seine Art. Das hat aber nichts mit der kurzen Weite zu tun, sondern mit, auch wenn der Absprung absolut gelingt, trägt es ihn nach links raus. Das hat aber nichts zu sagen. Solange er nicht in den Felsen springt, geht das schon. Das hoffen wir auch nicht. Martin Höllwart. Höllwart ist der beste Österreicher. Bei Martin würde ich aber auch nicht die Hand ins Feuer legen, ob ihm so ein Sprung wie die 199 Meter wieder gelingen, denn Martin hat nicht die Form, die er zu Beginn der Saison hatte. Dabei eher derjenige, der sich zum Beispiel mit Michael Uhrmann duelliert hatte. Dann kamen die Norweger dazu mit Pettersen und Romören. Diese Form konnte der Tiroler nicht halten. Ja, und wer natürlich auch dazu kam, war auf jeden Fall die jungen Österreicher, die dann stark ins Team gedrängt haben. Und ich denke schon, dass ihm das auch ein bisschen dagegen gespielt hat, denn von dieser Zeit an kam er dann nicht mehr so locker zu Rande. Und es ist bei ihm auch so, beim Absprung sind es nur ein paar Gradzahlen, die er vielleicht zu steil ist oder zu extrem. Ach, und Anule, bist du nicht zufrieden? So nach dem Motto, Mensch, Teppisch, warum hast du den nicht abgelassen hier? Es geht doch. Aber es ist so schwer zu beurteilen. Und Miran Teppisch in seiner Position oder an seiner Position sieht das möglicherweise ein bisschen anders als die Trainer auf dem Turm. Und deshalb müssen die Trainer auch dem Slowenen vertrauen, der gibt sein Bestes und da wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. Er hat den härtesten Job in dem ganzen Geschäft, weil seine Entscheidungen immer diskutabel sind. So, das ist richtig, aber dennoch versucht er immer jedem Springer das Gleiche zu geben, nämlich gute Verhältnisse. Jetzt muss er runter.
Er hat keine Chance, aufs Treppchen zu kommen. Kann er seine Position halten? Schlechter wie wäre es Durchgang. Aber dennoch gut gedreht dann, aber war von der pünktlichen Seite her alles andere als optimal. In Lahti zweimal Fünfter, war auch zweimal bester Österreicher. Fast auf dem Punkt die gleiche Weite. Jetzt führt er und jetzt müssten Hannawald, Hautamäki oder Madisch, ja, die müssten schon auf den Buckel springen, damit Martin Höllwart hier auf das Treppchen kommt. Das ist ganz einfach nicht anzunehmen. Den Reigen der Großen eröffnet Sven Hannawald. Ja, das sind genau bei gleicher Punktezahl wären es 8 Meter, die jetzt zum Beispiel Sven kürzer springen müsste. 191, aber das hatte er normal drauf, da braucht er sich gar nicht groß anzustrengen. Dreifacher Skiflug-Weltmeister, im nächsten Jahr sind ja die Weltmeisterschaften im Skifliegen hier in Planitzer. Also 200 Meter oder zu kurz. Er wird auf diesem dritten Platz kleben bleiben, er hat keine andere Chance. ...189 Meter. Ja, Dritter, da müssen wir erst mal gucken. Dritter im Moment. Also er fällt zurück. Er fällt zurück. Zweiter. Ja, Höllwart ist noch vorbei. Höllwart ist vorbei. Und damit ist auch der Gesamtweltcup so gut wie entschieden. Genau. Höllwart somit auf jeden Fall auf dem Treppchen. Und die beiden. Zwei Punkte ist der Martin besser. Da Sven Hannawald hat ihm diesen dritten Platz sozusagen geschenkt. Matti Hautamäki und Adam Malisch. Wir reden immer von den Bedingungen, die es jetzt nicht zulassen, in die Bereiche von Matti Hautamäki zu fliegen. Kaum ein Freund ist alle Theorie. Und die beiden, Matti Hautamäki und Adam Malisch, sind zu allem fähig, auch wenn Tommy Nikunen sein weißes Haupt schüttelt, der ist jetzt mit den Bedingungen nicht zufrieden, aber sei es wie es sei, und Matti Hautamäki, Zweiter oder Erster, das ist die Frage, ganz in den Sand setzt er keinen Sprung, das passiert bei ihm nicht, der ist wieder gut, der liegt wieder hervorragend, Matti Hautamäki, oh, er und Adam, die allein sind das Eintrittsgeld wert. Er und Adam Malisch, natürlich gar keine Frage, das Planitzer Lied, da hat die Platte bei ihm einen Sprung, das wird konstant gespielt. 221 Meter, das ist natürlich mit riesen Abstand die Spitzenposition. Und jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Aber Adam könnte sicher einen Sprung von 210 oder 212 Metern leisten. Genau, aber ich glaube kaum, dass er nur in dieser Region, also nur in Anführungszeichen, springen wird. Aber zuerst noch Hautamäki wieder mit einem sehr schnellen Ski, 100,6, das ist die schnellste Geschwindigkeit. Aber auch Adam Malisch wird jetzt mit 98,5, 99 wieder in die Region und 220 fliegen, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Fast ein Heimspiel für Little Adam. 1,69 Meter groß, 52 Kilo, jawohl, und Apollo sagt, das passt, und Adam hat es gesehen, mit der Souveränität des Meisters, des Größten seiner Zunft, geht er jetzt wieder runter, deutlich langsamer, aber weit, nicht weit genug, was den Rekord angeht, aber wohl weit genug, um diesen Wettkampf zu gewinnen, und damit bleibt er in seiner Linie, 209,5, na, das wird eng, ist Matti Hautamäki vielleicht vorbeigezogen? Ist, ja, Matti Hautamäki ist vorbei. 1,2 Punkte. Adam hat eine Niederlage hinnehmen müssen. Trotz 209,5 Metern. Aber er hat den Gesamtweltcup trotzdem gewonnen. Gratulation. Ja, und damit hat Matti Hautamäki eben auch seine Rekorde entsprechend gewürzt. Er gewinnt dieses hochklassige Fliegen an der Spitze. An der Spitze wohlgemerkt.
denn ansonsten ist der Wettkampf generell ein bisschen hinter dem zurückgeblieben, was wir in der Qualifikation, in der Probe und auch im Mannschaftsspringen gesehen haben. Aber diese beiden, die haben nichts anbrennen lassen. Und das ist die Antwort des Matti Hautamäki. Er hat gesagt, pass mal auf, ich kann auch nicht nur die Rekorde mir hier greifen, sondern ich kann dich auch im Wettkampf schlagen. Es ist knapp, sehr knapp für ein Fliegen, aber er hat gewonnen. Ja, sein Vorteil war sicherlich auch die Ausgangsposition, dass er immer vorlegen konnte. Und Adam Malisch musste mehr oder weniger immer kontern, schon die ganzen Tage. Aber dennoch, es hat ja nicht den Falschen erwischt. Er ist wirklich mit der Beste an diesen Tagen auf dieser Anlage. Ja, das ist auch nach Lage der Dinge, wenn ich das richtig überschaue, sein erster oder? Saisonsieg. Genau, ja. Erster Saisonsieg. Ja. Spät, aber nicht zu spät. Bei den Weltmeisterschaften war er Zweiter, Erster und Neunter. Lachti zweimal Zweiter, gestern Teamspringen gewonnen. Ja, und das ist die Übersicht über das Samstagsfliegen. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber Hautamäki hat mit seinen 221 da eben doch ein tüchtiges Pfund vorgelegt und hatte selbst einen Adam Malisch zu knabbern. 1,2 Punkte der Finne vor dem Polen. Und der dritte, Höllwart, liegt schon fast 50 Punkte zurück. Welten, Welten. Ja, das sind wirklich Welten. Harderweit in der Dimension von Höllwart. Ja, wir gratulieren Adam Malisch. Er ist dennoch der Mann der Saison. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Mit seinen zwei Siegen in Predazzo, mit dem erneuten Gewinn des Gesamtweltcups. Und nicht wenige sagen, dass der Gewinn des Gesamtweltcups, der ist eigentlich das Nonplusultra. Du kannst mal bei Olympia gewinnen oder eine Weltmeisterschaft gewinnen. Aber wer dokumentiert, dass er über die gesamte Saison hindurch der Beste ist, der ist auch wirklich der König der Athleten. Ja, das kann man unterschiedlich sehen. Das ist sicherlich auch der Fall, dass seine Weltmeisterschaft und Olympische Spiele aber dennoch das höchste Ziel ist. Aber er muss, oder so muss man sagen, gewinnt diesen Weltcup souverän. Jetzt zum Schluss dieser Saison und er ist mit der Beste. Und wenn man auch sieht in dieser Wiederholung, welchen Abgang er hat oben am Schanzentisch, da tut sich nichts. Das ist ja auch seine erste Niederlage in Gänsefüßchen seit Beginn der Weltmeisterschaft in Predazzo. Das Ständchen für Matti Hautamäki und für Adam Malisch. Sie sind die Flieger des Jahres. Sie sind die Flieger hier in Planitza. Und das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Morgen die besten 30 noch einmal. So, wir haben es diesmal eilig. Die anderen Sportarten warten. Sigi Heinrich steht bereit, um zu übernehmen. Also, Biathlon ist das nächste und morgen geht es um 9 Uhr früh weiter. Danke, das war's von Hans-Peter Pohl und von Dirk Thiele. Das war